Seht ihr das Haus schon? Nee, warte. 660, 662, 64, da vorne. 666, Hastur Plaza. Das muss es sein. Du meinst dieses in diabolischem Rot angeleuchtete Hochhaus, dessen Spitze von Gewitterwolken eingehüllt ist? Das ist der geheime Unterschlupf dieser Sekte? Ja, ich denke schon. Oder meinst du nicht? Achtung, Olaf, das war Sarkasmus. Könntet ihr bitte die Nachricht von Nathalie nochmal abspielen? Es wäre sehr unangenehm, dem falschen Kult die Tür einzutreten. Ja, warte. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Den ganzen Tag sind so seltsame Gestalten um meine Praxis geschlichen. Und jetzt haben sie mich entführt. Die Typen nennen sich Societatis Globulis Fatuis. Oh Mann, die mit den lateinischen Namen sind die schlimmsten. Weil ihre Absichten besonders sinister sind? Nein. Weil ihre finanziellen Mittel nahezu unerschöpfbar sind? Nein. Weil sie denken, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen? Bingo. Egal, los jetzt. Wie viele Typen erwarten wir denn da oben? Keine Ahnung, so 15? 20? Gewehre werden angebracht. So, schauen wir mal. Oh, hier scheint aber eine Menge Kult ihre geheime Basis zu haben. Schaut mal da, homöopathische Volksfront. Und da, die Volksfront von Homöopathia. Kult der mythischen Morgenröte. Zicklein der dunklen Wälder. SGF Headquarters. Na, das wird es sein. Penthouse? Typisch. Servo, klingel mal. Welche Farbe hat die Nacht? Ich würde gerne in den Zwölferkreis treten. Tut mir leid, falsch. Er meinte Sanguin, mein Bruder. Nein, die haben nur eine Chance, Einlass zu bekommen. So funktioniert nun mal meine Parole. Guten Abend. Na super. Und jetzt? Ich habe eine Idee. Wir machen einen Old Man Henderson. Haha, hervorragend. Ich hole die Schrotflinte aus dem Kofferraum. Dann stehl ich die Segeljacht. Gut, ich hole den Transporthubschrauber. Wir treffen uns wieder hier in 20 Minuten. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin, moin und hallo. Hier ist er wieder, der spezial gelagerte Sonderpodcast. Mit dem Olaf. Hi. Mit mir, Tom. Ohne Sebastian leider, der lässt sich entschuldigen. Aber dafür haben wir zwei ganz, ganz tolle Gäste. Zwei ganz besondere Gäste, auf die ich mich sehr gefreut habe. Bei uns sind Nathalie Grams und Christian Noppmann. Hallo. Hallöchen. Das ist so schön, dass ihr hier seid. Jetzt werden die meisten Leute sagen, ach ja, klar, die beiden. Aber vielleicht sind auch ein paar Leute dabei, die euch nicht kennen. Und denen müssen wir euch einmal vorstellen. Ihr beide macht zusammen einen Podcast über Medizin und Recht. Und ich will immer Rechtsmedizin sagen, aber das ist wieder was anderes. Ja, das stimmt. Also das ist eine Teilmenge. Also kann sein. Das heißt, manchmal rutscht bei dir das Recht auch in Rechtsmedizin ab. Durchaus, aber meistens ist es Medizinrecht. So rum ergibt es Sinn. War das schon eine Anspielung auf das Narbengesicht? Olaf, ich bitte dich, das kannst du doch nicht vorwegnehmen. Ach, darüber reden wir heute. Man muss das so einordnen. Also ihr macht einen Podcast über Medizin und Recht und Medizinrecht. Und Christian, du bist Rechtsanwalt und Nathalie, du bist Ärztin. Jawohl. Stimmt, genau. Jetzt würde man sagen, am ehesten kennt man Nathalie wahrscheinlich aus ihrem Werdegang als, mal Homöopathin und jetzt Homöopathie-Kritikerin. Ja, das ist wahrscheinlich. Kannst du einmal kurz in eigenen Worten wiedergeben, wie es dazu kam? So ganz grob, nur, dass man ungefähr einordnen kann, wo man dich vielleicht schon mal gesehen hat. Also ich habe ja in den letzten 5 Jahren ganz viel Aufklärungsarbeit über Homöopathie gemacht, weil ich da eben auch mal mega dran geglaubt habe und aber ganz viele Widersprüche, die sich in diesem Glaubenssystem finden, mir auch gar nicht aufgefallen sind. Und dann, als das aber geschehen ist, mir das so ein bisschen tatsächlich sprichwörtlich wie die Schuppen von den Augen gefallen ist und ich immer denke, Mensch, viele andere wissen das vielleicht auch nicht und denen will ich zumindest die kritische Sicht oder die wissenschaftliche Sicht auf die Homöopathie und auch auf andere sogenannte alternative Heilverfahren an die Hand geben. Entscheiden muss man sich ja immer selber, was man dann draus macht, aber das war jetzt ganz lange Zeit mein Job, das in den Medien und sozialen Medien zu tun. Du bist auch Bestseller-Autorin, kann man ja so sagen, dennoch. Dem Zusammenhang. Ich habe auch Bücher geschrieben, genau. Was wirklich wirkt, ist dein neuestes Buch noch, ne? Genau, ja. So eine Art Kompass durch die Welt der sogenannten sanften Medizin. Kann man vielleicht ein bisschen
nutzen, um da durch diesen Dschungel der Alternativmedizin einen guten Weg zu finden. Darf ich an der Stelle einmal fragen, ist Alternativmedizin ein pejorativer Begriff? Also ist das eine Schmähung oder gibt es auch alternative Medizin, die nicht, also gibt es Alternativmedizin, die wirkt? Ja, das nennt man dann Medizin. Ach so. Das ist ganz einfach. Also es ist ja wirklich so, was wirkt, ist Medizin und was nicht wirkt, ist keine Alternative dazu. Das kann man, glaube ich, ganz kurz machen. Ja, okay, gut. Das kann sogar ich verstehen. Ja. Der Streit darüber, was dann wirklich wirkt, der ist halt ein bisschen größer und auch schwieriger zu führen. Aber da hat man eben die Wissenschaft häufig als gute Methode, um darüber dann zu entscheiden. Also wer das dann näher erfahren möchte, kann einmal dein Buch zitieren oder zur Hand nehmen oder in euren Podcast reinhören. Ja, sehr gerne, weil wir da auch einfach mehr Zeit haben, Themen mal aufzudröseln. Und manchmal gibt es natürlich so die wissenschaftliche Sicht, aber was dann politisch draus gemacht wird, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und da kennt Christian sich gut aus, weil er eben Rechtsanwalt im Medizinwesen ist. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie kam es denn zu diesem Podcast so? Habt ihr einfach gesagt, so, ach, da gibt es eine Nische, das machen wir jetzt einfach mal? Oder ist da jemand an euch herangetreten und hat gesagt, mach doch mal? Oder? Also es war so ein bisschen beides und alles, aber wir sind eben viel in den sozialen Medien unterwegs gewesen und haben gemerkt, das kommt irgendwie immer wieder auf, dass es medizinische Themen gibt, die rechtlich spannend sind, die politisch irgendwie ganz anders transportiert werden, als man das eigentlich so gerne hätte. Und es wäre doch mal bei verschiedenen Themen interessant, das aus der medizinisch-wissenschaftlichen und einmal andererseits aus der juristisch-gesundheitspolitischen Perspektive zu beleuchten und das eben nicht in irgendwelchen fetzigen, rotzigen Kommentaren im Internet zu tun, sondern tatsächlich sich die Zeit zu nehmen mit Quellenrecherche, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam, das ein bisschen also fundiert zu machen. Also eher ein ernster Podcast, aber wir lachen auch mal. Stimmt's? Sag doch mal was. Es kommt vor, ja, obwohl einige Themen relativ wenig Anlass zu Humor bieten. Aber manchmal hilft es einfach, über wirklich so ganz ernsthafte Fragen auch ein bisschen entspannter nachzudenken. Man sollte das Kind auch beim Namen nennen, glaube ich. Ne? Grams Sprechstunde heißt der Podcast und ist auf allen bekannten Plattformen auch zu finden. Genau, der Podcast für recht gute Medizin, den gibt's. Ja, tatsächlich bei allen großen Plattformen, angefangen von Detektor FM, bei denen produzieren wir das Ganze zusammen mit Spektrum der Wissenschaft und ansonsten ja Spotify, iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts, ach nee, das war iTunes. Also wirklich auf allen großen, also halt genau. Überall. Darfst du denn ab der zweiten Staffel dann auch deinen Namen im Titel haben? Da sind wir noch in Verhandlungen, aber. Das kostet halt was. Verdammt. Jetzt bräuchte ich einen guten Anwalt, ja. Ich kenne da einen. Nein, also das ist ja ganz klar. Die Nathalie ist einfach die Person, die schon seit langen Jahren in der Öffentlichkeit steht. Und wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Also ich bin Rechtsanwalt für Krankenversicherungsrecht und Medizinrecht in Berlin und springe ja durch die maßgeblichen Gremien des Gesundheitswesens. Und für viele Verhandlungen mit Krankenkassen, mit anderen Leistungsträgern. Und da war die Schnittmenge relativ schnell da. Es war aber auch sehr früh klar, dass das dein Podcast ist. Du hostest den. Und da wir aber beide Seiten abdecken wollten, Medizin und Recht, hat sich dann die wunderbare Gelegenheit ergeben, dass wir das zusammen machen können. Und ich auch auf dem Titelbild tatsächlich abgebildet worden bin. Und wir versuchen da auch wirklich eine gute Balance reinzukriegen. Wie Nathalie sagte, es gibt einfach so viele spannende Schnittstellen zu Themen wie, was dürfen Heilpraktiker? Welche Probleme ergeben sich aus einer Masernimpfpflicht? Oder welche Probleme bringen Verschwörungstheoretiker oder Mythen mit sich, genau. Und je tiefer man sich damit befasst, wir haben am Anfang auch, hatten wir eine ganz schnelle Liste zusammen mit Themen, die wir gerne bearbeiten wollen. Und je länger wir das machen, desto länger wird auch diese Liste. Es hat sich wirklich fast verselbstständigt. Also man kann fast jedes Thema von der rechtlichen und medizinischen Seite beleuchten. Und das ist dann auch gar keine abstrakte Diskussion, sondern das sind hochkonkrete Fragen, die unmittelbar mit der Frage der guten medizinischen Versorgung letztendlich zu tun haben. Das ist auch so ein bisschen unser Leitbild, um eigentlich sich mit der Frage zu befassen, was
was macht eigentlich gute Medizin tatsächlich aus und wie kann man die fachlich, medizinisch, aber auch eben rechtlich und gesundheitspolitisch absichern? Ich bin auch ein sehr großer Fan von eurem Podcast und ich wollte den schon mal hier bei Was haben wir in letzter Zeit so gehört vorschlagen, aber dann ergab es sich ja, dass wir euch zu Gast haben, werden euch gesagt, naja, dann heben wir uns das so ein bisschen auf, aber ich möchte den Podcast wirklich ganz uneingeschränkt empfehlen. Ich hätte auch gleich eine Frage an euch, weil ihr vom Fach seid. Gelten die drei Fragezeichen als Hörspiel, als Narkoleptika und fällt es denn dadurch unter das Betäubungsmittelgesetz? Die Frage ist doch, ist es Kassenleistung oder sollte es das werden? Das wäre sehr schön, das würde auf jeden Fall mein Geldbeutel sehr, sehr entlasten. Oder würde meine Beihilfe aber blöd gucken, wenn ich da Hörspiele einreiche? Naja, das ist ja so ein schönes Totschlagargument, aber mir hat es doch geholfen und deswegen müssen es die Kassen bezahlen. Also ich bin ein Riesenfan von Single Malls, aber wenn ich jetzt mit einem 16-jährigen McKellen bei meiner Kasse auflaufen würde, dann würden die wahrscheinlich auch eher sparsam gucken. Vielleicht wären sie eher geneigt dazu, einen Podcast oder sogar eine Drei-Fragezeichen-Folge quer zu finanzieren. Das erinnert mich jetzt an diese Anekdote, dass es mal einen Amerikaner gab, der seine Zigarren gegen Brand versichert hat. Und sie dann geraucht hat, um die Versicherungssumme zu kassieren und die Versicherung ihn dann wegen Brandstiftung angezeigt hat. Für sowas liebe ich das amerikanische Rechtssystem. Weil weißt du leider bei diesen Geschichten aus den USA nie, ob sie stimmen oder nicht. Es ist so ähnlich wie amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. Da muss man auch immer dreimal hingucken, was da wirklich passiert ist. Ja. Ja, auch so. Ein Running Gag in unserem Podcast. Christian, ich kann dir sonst noch den Ben Nevis Single Malt empfehlen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Du wirst lachen. Ich kannte ihn vorher, habe ihn aber nie probiert. Und ich habe ja mehrere Folgen, also eigentlich habe ich wirklich fast alle Folgen von euch gehört. Und es gibt ja diverse, wo du dann gerne mal zu Ben Nevis greifst, weil die Querverbindung zu Ben Nevis kenne ich zu den drei Fragezeichen eben auch. Und ich habe ihn mir danach gekauft und muss sagen, ja, da haben wir denselben Geschmack. Sehr gut. Genau, wir müssen jetzt nämlich die Brücke schlagen, warum ihr jetzt überhaupt hier seid bei uns. Ihr hört die drei Fragezeichen und habt gesagt, Mensch, wir machen eine Initiativbewerbung hier bei uns. Nee, das kam eigentlich, glaube ich, eher ganz anders. Ne? Wir haben es andersrum gemacht. Ne? Wir oh, haben das ist gefragt, eine ganz skurrile Geschichte. Ja, möchtest du sie zusammenfassen? Ich kann es, glaube ich, nicht mehr, ohne rot zu werden. Ich versuch's mal. Also, ich habe schon ganz viele Interviews mit dir, Nathalie, gelesen. Ich habe diverse Auftritte von dir gesehen. Ich habe diverse YouTube-Videos gesehen in deiner Aufklärungsarbeit über Homöopathie. Ein Thema, das mich auch sehr umtreibt, weil bei mir in der Familie gibt es Homöopathie-Gläubige und ich habe auch auf Arbeit mit den Leuten zu tun und fand das immer ganz interessant und habe dann irgendwann festgestellt, dass du uns auf Twitter folgst. Und habe ich gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. So, Nathalie folgt uns auf Twitter. Da müssen wir doch eigentlich mal was mitmachen. So, eigentlich mal anfragen. Vielleicht, wenn sie uns kennt, hat sie ja vielleicht auch Lust, eine Folge mit uns zu besprechen. Und dann haben wir dich eingeladen und danach festgestellt, dass du, Christian, als Podcast-Partner von Nathalie uns auch auf Twitter folgst und dass wir schon mal Kontakt hatten, weil du uns damals als Sachspende das Equipment für Dr. Knobel geschickt hast, dass er ein ordentliches Mikrofon und ein Interface hat. Was, so. Ich glaube, du sagtest damals, das wäre bei dir irgendwie als Musiker übrig geblieben. Ganz genau, ja. Ich habe ein Studio zu Hause, wirklich für Musikaufnahmen. Und das waren einfach so Überbleibsel aus einer Umstrukturierung. Und ich habe gedacht, bevor es bei mir verstaubt, schicke ich es lieber euch, weil ich euren Podcast total toll fand. Gut, jetzt müssen wir alle damit leben, dass Dr. Knick Knobel jetzt ein adäquates Equipment hat, um uns allen auf die Nerven zu gehen. Das ist leider auch ein festes Element. Also wir werden ihn seitdem nicht mehr los. Ja, das ist irgendwie so. Sonst haben wir ihn allen immer so einen Blecheimer gegeben, wo er reingesprochen hat. Und der hat angefangen zu rosten. Haben wir gedacht, so, das ist jetzt ein Spiel auf Zeit, was wir dann haben. Und so, ja. Und dann saßen wir da jetzt also, hatten Nathalie eingeladen, nachdem Christian uns Sachen geschenkt hat. Wir haben uns dafür bedankt. So ist ja nicht. Wir haben ja dir auch eine Tasse als Dankeschön geschickt. Die Tasse benutze ich jeden Tag. Also. Und ich saß da so und Olaf so, oh, ist das peinlich. So, da schenkt er uns Material und wir laden seine Podcast-Partnerin ein. Oh, ist das peinlich. Und dann haben wir schnell die Einladung erweitert. Und ihr wusstet es doch nicht besser. Ja, wir haben das transparent gemacht. Wenn wir Fehler machen, dann stehen wir auch dazu. Haben uns entschuldigt, haben euch beide eingeladen. Und haben dann vorgeschlagen, dass wir eine Folge besprechen, die du dir damals gewünscht hast. Denn du wolltest unbedingt über das Narbengesicht
Nein, du wolltest nicht mit uns über das Narbengesicht reden. Du wolltest, dass wir endlich mal das Narbengesicht besprechen. So war es. Jawohl. Und da habe ich damals da gesessen und gesagt, boah, Narbengesicht, da habe ich so gar keine Erinnerung dran an die Folge. Die hatte ich zwar als Kind, aber okay, vielleicht irgendwann mal. Wir machen ja eh alles. Und jetzt sind wir an dem perfekten Punkt. Ihr seid da und jetzt könnt ihr erklären, warum das Narbengesicht. So, jetzt guckt Nathalie mich an und ich fürchte, ich muss was sagen. Mit ein bisschen irrem Blick, ja. Ja, zumal in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir die Frage nun doch sehr ernsthaft gestellt, warum ausgerechnet diese Folge. Also ich höre drei Fragezeichen, ja, seitdem ich 6 oder 7 Jahre alt bin. Also ich bin noch aus der Kassettengeneration und hatte, glaube ich, alles, was damals auf dem Markt war und habe die rauf und runter gehört, also bis zum Erbrechen und bis kurz davor, dass meine Eltern mich aus dem Auto werfen wollten, weil ich zum 7. Mal hintereinander den Superbabagei hören wollte. Und das Narbengesicht habe ich dann irgendwann auch als Kassette bekommen und das ist eine Folge, die ich sag's jetzt ganz ehrlich, nie richtig verstanden habe. Normalerweise kommt man immer in so einen Hörflow rein und kann sich auch im Kopf so richtig gute Bilder dazu herleiten. Die verbleiben dann auch, also ich weiß, Gefährliche Erbschaft, die habe ich bestimmt 150 Mal gehört und da läuft einfach ein Film ab. Beim Narbengesicht ist mir das nie richtig gelungen, weil die so wild zusammengesetzt ist. Es gibt so unterschiedliche Orte, an denen das passiert. Dann tauchen Figuren auf, die so ganz seltsame Rollen einnehmen. Dann verschwinden die wieder und man fragt sich, was haben die da gemacht? Das Ganze kriegt dann noch so einen esoterischen Überbau. Und dann tauchen Terroristen auf und eine Sekte. Und alles ist furchtbar wild. Und ich habe mich... Also genau deswegen habe ich mir diese Folge ausgesucht, weil ich einfach wissen wollte damals, wie besprecht ihr diese Folge und dass ihr mir endlich so eine Art Erleuchtung bringen könnt, was eigentlich Sinn und Zweck tatsächlich dieser Folge sein soll. Und ja gut, jetzt hänge ich selber mit einem Fliegenfänger, genau wie du, Nathalie. Ich ganz schön nach hinten losgegangen. Ja, definitiv, aber ich war dann auch zu stolz zu sagen, ach, vielen Dank für die Einladung, aber ich muss weg. Also das, genau deswegen. Genau deswegen. Wir haben auch diesmal ein Novum, wir machen eine kurze Erläuterung der Handlung im Vorfeld, damit wir alle auch wissen, worum es denn geht in diesem Hörspiel. Das ist ganz toll, dann erfahre ich das nämlich auch mal. Mir ist es nämlich so gegangen, in der Vorbereitung habe ich mir das Narbengesicht angehört und dachte irgendwie, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Wieso wollte Christian diese Folge besprechen? Ich mag die drei Fragezeichen auch sehr gerne, aber ich komme da überhaupt nicht rein, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich höre das auf Shuffle. Aber ehrlich gesagt, auch wenn man es nicht auf Shuffle hört, es hat sich mir dann auch nicht so ganz erschlossen. Deswegen, ja, ich warte auch auf die Erleuchtung. Also der Anspruch ist jetzt gesetzt, würde ich sagen. Du hattest uns das ja auch im Vorfeld geschrieben. Ich habe die Folge gerade auf Shuffle gehört, ohne es zu merken. Christian lacht mich aus. Und ich habe so da gesessen und gesagt, als ich das erste Mal die Folge jetzt seit ewigen Jahren wieder gehört habe, habe ich so nach 10 Minuten geguckt, ob ich sie aus Versehen auf Shuffle habe. Also ich kann das durchaus nachvollziehen und ich möchte jetzt auch an der Stelle das Fazit noch nicht wegnehmen. Ich finde die Folge ganz, ganz großartig, aber in dieser Hörspielfassung hat es H.G. Francis wirklich geschafft, alle wichtigen Verbindungsszenen systematisch mit chirurgischer Präzision, und deswegen ist es gut, dass wir eine Ärztin dabei haben, zu entfernen. Also alles, was wichtig ist fürs Verständnis, ist komplett rausgeschnitten. Ja, ja. Schwester Tupfer. Ja. Sterbeurkunde. Dementsprechend, ich werde heute, das ist auch kleine Vorwarnung für alle Spezies, die davon genervt sind, ab und zu mal sagen müssen, aber im Buch, weil wenn es eine Folge gibt, die ich bisher entdeckt habe, wo es wirklich, wirklich notwendig ist, da sofort rein zu grätschen, dann ist es das Hörspiel vom Narbengesicht. Also haben wir wirklich Hoffnung, heute Erleuchtung zu erlangen, denn... Und ich denke, wir werden das ja alle überleben, ja. Gut. Und auch verstanden haben dann am Ende. Gut, kommen wir zum Narbengesicht. The Mystery of the Scar-Faced Badger. Band Nummer 31. Wirklich? Der narbengesichtige Biber? Bettler. Bettler, ja. Dachs, meine ich? Hab ich. Ja, der Dachs, genau. Du hast Badger gesagt. Bagger, ja. Ich Bagger. Hätte mich korrigiert, aber... Nein, nein, das ist jetzt der namengesichtige Dachs. Aus der Nummer kommt okay, nicht. Okay, dann muss ich ein neues Cover machen, ja. die Nummer 31 als Buch erschienen im Jahre 1981 von M.V. Carey.
Illustrationen von Algar Rasch, 1982 übersetzt von Leonore Puschert. Ersterscheinung des Hörspiels war 1983 mit einer Laufzeit von 49 Minuten und 42 Sekunden. Drehbuch natürlich wieder H.G. Francis in dieser Ära, auch noch ohne die Unterstützung oder als Ablöse von André Minninger. Heike Dine Körting natürlich in der Regie und 49 Minuten. Ich weiß, wir sind in dem Zeitalter kurz nach den Schallplatten und wir sind noch bei den Kassetten. Aber heieiei, die Geschichte könnte eigentlich noch mal so 20 Minuten gebrauchen. Vielleicht, ja. Das würde heutzutage wahrscheinlich auch so gemacht werden. Aber es könnte ja auch sein, dass da auch wieder die wichtigen Punkte rausgelassen werden. Tja. Bei den Sprechern sehr viele gute Sprecher. Katharina Braun zum Beispiel ist mit dabei als Mrs. De Nicola. Wen ich halt Besonderes entdeckt habe, ist in einer ganz kleinen chinesischen Rolle ist es Chen Lung-Chung. Alias Volker Brandt. Sehr viele Sprecher haben gleichzeitig wohl drei Folgen hintereinander aufgenommen, weil der Cast ähnelt der beiden Folgen von einmal vom Ameisenmenschen und von der bedrohten Ranch. Das ist ja nicht unüblich, wie wir mittlerweile gelernt haben, dass die Leute da behalten werden. Mir ist noch besonders aufgefallen, Harald Pages in einer kleinen Rolle. Die Pages sind ja auch eine Sprecherdynastie. Richtig, genau, der Polizist. Der nicht dumme Polizist, genau. Der nicht dumme Polizist, weil der dumme Polizist, Inspektor Kotter, kommt hier noch nicht vor. Nee, das ist jetzt hier. Oh, ich rede mich über Kopf und Kragen. Nein, Inspektor Kotter ist toll. Ja. Mir ist noch der Ernie aufgefallen mit Helmut Ziel. Ziel besetzt. Berthold, der Name ist Berthold Heister. Und bei Helmut Ziel muss ich sofort an Heinz Strunk nach Notar zu Bett denken, wo er also Helmut Ziel als deutschen Schauspieler so dermaßen wunderbar durch den Kakao zieht, sodass das wahrscheinlich noch eine seiner besten Rollen gewesen sein dürfte, ja. Und Mr. Bonestill wird gesprochen von Joachim Richard, der auch Patrick in dieser Folge spricht. Und das ist mir beim besten Willen nicht aufgefallen, dass das die gleiche Stimme ist. Nur in ein, zwei Sätzen habe ich gedacht, okay, das ist die gleiche Stimme. Aber das ist halt wirklich so unterschiedlich gesprochen, dass man das wirklich kaum dass man die kaum zusammensetzen kann, die beiden Figuren. Ja, ich habe das auch beim ersten Mal gehört und habe gesagt so, das klingt jetzt aber überhaupt nicht wie Wolfgang Kubach und da ist jetzt auch die Erklärung. Es ist nicht Wolfgang Kubach. Richtig, ja. So, Olaf, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Wir müssen den Klappentext irgendwie hier einbauen, aber Sebo ist nicht da. Ich würde jetzt am liebsten so Marcel Reichaninski hören, aber... Ich wollte gerade Nathalie fragen, ob sie uns die Ehre erweist. Ja, Bob wundert sich über eine befremdliche Begegnung mit einem Blinden. Oder ist es etwa ein Blender, dieses Narbengesicht? Und schon haben die drei Fragezeichen wieder eine ganze Menge Puzzleteile zusammenzusetzen. Richtig gefährlich scheint die Sache aber zu werden, als plötzlich Wanzen auftauchen und von illegalem Handel die Rede ist. Als das Motel Seeblick mitsamt dem Berg ins Rutschen kommt und die Maria 2 ihre letzte Fahrt antritt, die so dramatisch enden wird. Ist das aus dem Buch oder ist das der Buchtext? Das ist der Buchklappentext aus Fandom, genau, weil den Originalklappentext haben wir hier nicht vorliegen. Das ist auch, ich wollte gerade sagen, weil das ist definitiv der Buchtext, da sind so viele Dinge drin, die im Hörspiel gar nicht auftauchen. Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, aber dann müssten wir vielleicht den Klappentext, müsstet ihr uns den nochmal schicken? Aber nee, ist in Ordnung, es ist schön, das im Vergleich zu haben, weil das werden wir gleich auch nochmal thematisieren müssen. Was ist eigentlich die Maria 2 und warum sagen sie da Maria 2, wenn es eigentlich die Maria 3 ist? Aber naja. Ist das Narbengesicht wirklich blind? Zweifel erscheinen angebracht, nachdem ziemlich sicher ist, dass dieser seltsame Mann bei einem Banküberfall Schmiere gestanden hat. Offene und ungeklärte Fragen haben die drei Fragezeichen schon immer interessiert. Eine verlorene Brieftasche verhilft ihnen zum Einstieg in einen Kriminalfall, bei dem es um weit mehr als nur einen Banküberfall geht. Großartig. Also ich finde beide Klappentexte einfach großartig. Der eine fasst das Buch ganz gut zusammen, der andere das Hörspiel, das entfernt mit dem Buch zu tun hat. Ich hatte ja eben schon angekündigt, dass ich eine kurze Zusammenfassung der Handlung eben geben wollte, damit wir uns auch eben einfach da durchhangeln können. Mach mal. Weil Ines hatte mich nämlich gefragt, weil sie gesagt hat, Mensch, was besprecht ihr denn? Ich habe gesagt, Narbengesicht. Und
weiß ich gar nicht, was das ist. Da habe ich gesagt, ich kann das eben kurz zusammenfassen. Also da ist so eine Haltestelle, da kommt dann so ein Blinder, der wird vom Auto angefahren und dann ist da ein Portemonnaie von Albert Hitfield, aber der hat eigentlich gar nichts mit dem Fall zu tun, weil dann geht es eigentlich um so einen Wachmann und dann ist da ein Hotel und dann ist auf einmal eine Frau, die in die Zukunft vorhersagen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist es im weitesten Sinne so. Hat euch das geholfen? Ja, also Teile davon würde ich auch so sehen, ja. Und es war nicht geschaffelt. Also es ist wirklich unmöglich, irgendwie aus dem Kopf heraus zu sagen, was ja beim Narbengesicht im Hörspiel passiert. Ja. Es ist so viel fein granulares an Hörspielkunst mit dabei, was irgendwie andeutet, dass es irgendwie 8 Kurzgeschichten hintereinander sind. So ungefähr. Aber lass uns dann einfach mal, vielleicht, Tom, du hast ja gesagt, du hast das Buch gelesen als Vorbereitung. Ja. Vielleicht sollten wir das einfach Stück für Stück durchgehen und vielleicht werden wir am Ende der Besprechung erhellt sein. Ja, wir dürfen mit der Folge jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen. Sie ist auch als Hörspiel gut, aber man muss halt sehr, und das ist vielleicht für 3 Fragezeichen-Verhältnisse ungewohnt, doch sehr zwischen den Zeilen lesen, um am Ball zu bleiben. So. Justus hat hier viele seiner Sherlock-Holmes-Momente, die im Hörspiel dadurch verstärkt werden, dass man halt das Wissen der Bücher nicht hat, wo er dann aus dem Nichts auf einmal heraus richtige Schlussfolgerungen trifft. Und aber ich glaube, das kriegen wir aufgedröselt so nach und nach. Im Hörspiel ist es aber eher eine Bob-Folge, muss man mal so sagen. Wo ist denn das eine Bob-Folge? Naja, weil er im Prinzip einfach von Anfang an involviert ist und er zwischendurch die richtigen Schlüsse zieht. Und das muss er ja Justus relativ ausgiebig erklären. Es gibt irgendwie einen Moment, wo ich das Gefühl habe, dass Justus unter Amnesie leidet. Und Bob erklärt auf einmal alles. Wo ich dann denke, okay, habt ihr gerade die Rollen getauscht? Ist der Zettel einfach im Hörspielstudio einfach durch die Gegend geflogen und hat gesagt, oh, ich spreche jetzt das? Aber lass uns mal chronologisch das Ganze durchgehen. Ich hätte jetzt auch gesagt, die einzige richtige Bob-Folge wird die 3 Fragezeichen und der tödliche Eiskanal. Das wird eine Bob-Folge. Ja, ja, es ist klar. Nee, seht ihr das auch so? Ist das für euch auch eine Bob-Folge? Ja. Also ich habe mir heute, kurz bevor wir uns zugeschaltet haben, nochmal die Freude gemacht, diese Folge wirklich nochmal in aller Ruhe durchzuhören. Und was ich so skurril finde, ist, dass Justus tatsächlich immer nur so punktuell auftaucht und dann sehr wilde Sachen veranstaltet. Also ich bin total begeistert, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, dass er mit einem Handgriff komplett defekte Fernseher reparieren kann so aus dem Nichts raus, wie du das auch gerade gesagt hast, so Geistesblitze einfach artikuliert, die ohne Vorwissen einfach überhaupt nicht sein können, es sei denn, er wäre wirklich ein Genie oder irgendwie hellsichtig. Und ich meine, Bob hat einfach so eine zentrale Rolle, weil er mit allen wichtigen Figuren, die Handlung in irgendeiner Art und Weise nach vorne bringen. Wo das hingeht, sehen wir dann ja gleich noch. Er ist so stringent durch die gesamte Folge eigentlich präsent und immer dort, wo etwas passiert und wo Handlung einfach geschieht, eigentlich im Zentrum. Und deswegen würde ich schon unterschreiben, dass das eine Bob-Folge ist. Und Peter muss Rasen mähen. Peter ist der Rasenmähermann, genau. Wo ich auch dachte, auch eine gute Rolle. Ja, dafür möchte er 100 Jahre alt werden. Aber das da ist er ist auch weder sportlich, noch hat er Angst vor Übernatürlichem, weil es das einfach nicht gibt. Die Frage ist jetzt aber auch, ob das im Hörspiel eine Beförderung für Peter ist, weil im Buch ist er der Telefonist. Er hat auch einfach die angenehmste Stimme am Telefon. Das muss man Ja, ich finde das interessant, eure Einordnung mit Bob und mit Justus Geistesblitzen. Es ist ein bisschen, und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, es ist ein bisschen diese Francis-Bearbeitung des Stoffs. H.G. Francis hat ja irgendwie öfters mal einfach Dinge reingeschrieben, die ihm in den Kram passten, sowas wie die Rokokokokotte oder den Haschimitenfürst, oder Dinge rausgeschmissen, die er als nicht wichtig erachtet hat, wie die Schwarzbartbande im Fluch des Rubins. Aber dann halt nicht so konsequent, sodass halt hier dann so ein Element drinne bleibt, wir hatten einen Kontakt mit der Schwarzbartbande und dann sagt man so, oh, der Typ kann sich offenbar durch Zellteilung vermehren, das war vorhin nämlich nur einer. Und hier ist es halt dieses mit dem, die ganzen Einkäufe sind nicht mehr da, außer dieser Einpackung Eis, die auf einmal aus dem Nichts erwähnt wird.
weil halt dieser Moment, wo er diese Eispackung mit dem Geld drin im Buch findet, weg ist. So, ne? Deswegen, ich glaube, deswegen wirkt es wie eine Bob-Folge. Aber eigentlich ist es ein Justus-Fall. Und zwar mehr als die meisten anderen in der Ära. Ja, also mir kam es auch Justus-lastiger vor, aber ich fand ihn eigentlich nicht wie sonst so sehr klug und sehr analytisch, sondern wahnsinnig altklug und auch so ganz plötzlich auf irgendwelche Dinge aufspringend und die für ja fest verschnürt haltend, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ja, die alte Frau der Nicola hat halt Wachträume. Ja, okay. So, ja. Oder auch wie er sofort vertraut ist mit Albert Hitfield. Das ist irgendwie auch was sich mir gar nicht erschlossen hat. Wo ich mir denke, so als skeptischer Detektiv, wie ich ihn sonst kenne, passt das irgendwie gar nicht zu ihm. Also es ist eine Justus-Folge für mich auch, aber es ist ein ganz komischer Justus. Also nicht einer, den ich kenne irgendwie. Ja, also auch über die Begegnung mit Albert Hitfield und auch über die Träume von Mrs. Denikula wird noch zu reden sein. Oh ja, auf jeden Fall. Lasst uns einfach mal direkt in die Handlung einsteigen und die erste Szene nehmen. Bob ist im Regen, beobachtet den blinden Bettler, der sein Geld fallen lässt und der dann vom Auto angefahren wird. Ja, genau. Das so ist eine komische Szene, finde ich, so von der ganzen Atmosphäre her. Und das ist irgendwie auch das, was mir noch von der Folge am präsentesten im Gedächtnis war. Ja, da kann ich auch so unterschreiben, weil ich sage ja immer, meine Lieblingsfolgen sind die ersten 30 und warum gehört die 31 nicht dazu, weil sie ist wirklich atypisch ist. Ne? Also die ganze Rezeptur ist irgendwie, die wir jetzt seit 29, 30 Folgen, also wenn man jetzt mal die Musik ausklammert, ist relativ gleich, die drei stolpern rein, kriegen Anruf und so weiter und hier ist jetzt erstmal irgendwie eine Action-Szene vorab, die passiert und die hat eigentlich erstmal noch nichts mit dem konkreten Fall zu tun. Ja, aber es ist auch gleichzeitig so eine Action-Szene ohne Action. Also ich finde, man erlebt diese Szene gar nicht. Auch die Frau, die spricht so ganz komisch und abgehackt. Dann scheppert da diese Blechdose, wo ich irgendwie an irgendwelche Nägel in der rostigen Büchse dachte und nicht an irgendein, das soll ja wahrscheinlich die Geldsammelbörse sein oder Büchse. Also für mich hat sich da keine Szene aufgebaut und auch keine Action. Also ich finde das von der Atmosphäre auch extrem seltsam. Also es gibt so Folgen, meistens die späteren oder die relativ neuen, die ich deswegen nicht so gerne mag, weil wahnsinnig viel vorweg geframed wird durch den Erzähler. Da wird mir zu viel vorweggenommen. Hier ist es genau andersrum. Hier wird man wirklich reingeworfen in ein Szenario, wo man dann eigentlich aufgefangen werden müsste durch so eine akustische Szenerie. Und man hört zwar im Hintergrund den Regen und dann hört man diese Frau mit dieser, finde ich, sehr, sehr seltsamen Stimme. Das ist auch ganz komisch abgemischt. Die ist unmittelbar direkt an einem. Das heißt, es macht überhaupt keinen Raum auf, finde ich, vom Klang. Und dann scheppert diese Blechdose. Und auch die Szene, als es zu dem Unfall kommt, finde ich vollkommen absurd, also zumindest von der Produktion her, weil sie die Frau schon sagt, oh, der Blinde, er ist angefahren worden und danach quietschen erst die Bremsen. Das verdichtet sich alles so auf den ersten, in der ersten Minute, wo bei mir schon wirklich mindestens drei Fragezeichen stehen, wie es dann eigentlich damit weitergeht und was es eigentlich mit dem weiteren Fortgang zu tun hat. Da ist man schon so ein bisschen, oder ich bin da schon so ein bisschen geprimed. Also sie ist eine Demi-Cola, würde ich sagen, weil sie kann ja dann in die Zukunft blicken. Nee, ganz genau. Kurzfristig nur. Nee, der Typ hat halt erst gebremst, nachdem der Bettler schon abgehoben hat. Okay, ich habe mir aber, gut, dass du das so beschreibst, ich habe mir das so vorgestellt, dass Bob in dieser Bushaltestelle sitzt und diese Dame sitzt direkt neben ihm und hält dann auf einmal so ihren Kopf ganz nah an Bob ran. Da, der Blinde. Nee. Also ich, dass einfach Bob sich nicht erschrocken hat, das ist halt irgendwie so. Was mich bei der Sache viel mehr irritiert, ist ja, der Blinde ist ja, wir nehmen es vorweg, das ist Shelby Tuckerman in einer Verkleidung. Spoiler! Der da Schmiere steht für seine Mitterroristen, die gerade die Bank ausrauben wollen und da ablenkt. Und sie sagt aber zu Bob, da guck mal, da kommt der Blinde, nicht ein Blinde, sondern der Blinde, man sieht ihn öfters in letzter Zeit.
Ja. Er ist so ein armer Teufel, wo das eigentlich so wirkt, als wäre das ein stadtbekannter Stadtstreicher. So eine Art Rubbish George. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja. Also wir wissen ja nicht, wie lange er da die Bank ausspioniert hat. Seit Tagen. Genau. Naja, aber kann ja sein, irgendwie, wenn ein Wachwechsel stattfindet zum Beispiel, das ist ja irgendwie auch in Filmen ein übliches Motiv, dass es, Ocean, wenn man die Oceans-Reihe sieht, dass sie das tagelang beobachten, damit sie eben halt die Abläufe bestätigt haben und dass es nicht nur ein Zufallsprodukt ist, dass jetzt gerade da der Wachwechsel stattgefunden hat. Das fand ich schon realistisch. Ja. Aber so ist Wochen, es ja nicht. Hätten sie von Asterix und Obelix lernen sollen, ich glaube Lorbeeren des Cäsar, ne, wo sie irgendwie 3 Tage lang Wache schieben, Tag und Nacht, um den Wachwechsel beim Palast des Cäsar ausfindig zu machen, Obelix dann einfach zur Wache hingeht und fragt. Ja, aber was der größte Quatsch ist, er wohnt mit dem Wachdienst zusammen in einem Haus und geht dort in die Wohnung ein und aus, hätte auch mal fragen können einfach so. So ist es ja aber eigentlich auch, beziehungsweise er hört den ja auch ab und ein Mitglied der Bande ist ja auch die Maskenbildnerin, die junge Frau, die die den Mr. Bonesdale, Walter heißt er, Walter Bonesdale, aushorcht. Also der wird ja schon von 2 Seiten aus bearbeitet, da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel spionieren und auskundschaften. Aber wolltest du jetzt einfach sagen, das macht keinen Sinn, diese Szene? Ja, wenig. Der Autounfall macht halt noch weniger Sinn, weil der Bettler wird halt angefahren und hat dann so den Fluchtinstinkt eines Rehkitz. rennt weg. Und rennt weg. Und das ist ein bisschen anders im Buch. Im Buch steigt der junge Mann dann noch aus und Bob und die Frau laufen hin und helfen ihm hoch. Und dabei entdeckt schon Bob, dass er für einen Blinden sehr zielstrebig nach seiner Sonnenbrille und seinem weißen Stock greift. Und dann schnell weggeht und humpelt. Und Bob verliert ihn dann in 2 Sackgassen. Wie heißen diese kleinen Gassen zwischen Häusern? Durchgänge? Gassen? Gasse, das war's. Jedenfalls verliert ihn dann in den Gassen hinter den Häusern vor der Bank. So. Das ist halt schon der erste große Unterschied. So, Bob geht dann in die Zentrale, trifft dort auf Peter und Justus und zeigt ihnen das Portemonnaie, das er gefunden hat. Und jetzt kommt der Fernseher und Christian, jetzt sag doch mal, wie kommst du denn darauf, dass Justus das mit einem Handgriff macht? Weil es wahnsinnig schnell geht. Also er hat diesen Fernseher irgendwie am Straßenrand gefunden, den jemand im Sperrmüll hingestellt hat und also so wie ich das Hörspiel erinnere, macht er den tatsächlich mit einem Handgriff wieder funktionsfähig und sofort kommt ein Sender und dann kommen die Nachrichten. Es gibt vor dieser Fernsehszene, ich glaube, das spielt ja alles am nächsten Morgen in der Zentrale, finde ich Justus schon in seinem allerersten Auftritt so legendär, weil er nämlich schon seine Altklugheit so dermaßen raushängen lässt. Er sagt, also der Bob erzählt ja, was passiert ist und sagt ja, der Blinde konnte gar nicht blind sein. Und dann so ein genialer Justus, so ein Blinder kann sich ziemlich schnell fortbewegen, wenn er sich auskennt. Und sich im Dunkeln zurechtzufinden, ist eh normal. Gut, da könnte man jetzt noch mal viel Medizinisches zu sagen. Aber das finde ich schon so eigentlich fast schon wieder kongenialen Einstieg in dieses Hörspiel, weil er mit dieser Figur dann schon wirklich so auf seine Kernkompetenz der Altklugheit schon wieder zurückgefahren wird, aber dann eben den Fernseher wahnsinnig fix reparieren kann. Und das finde ich unglaublich spannend am Anfang. Das heißt, du hältst es für ausgeschlossen, dass er schon länger dabei ist, den Fernseher zu reparieren, als Bob dazukommt? Ach, jetzt kommen wieder solche Fangfragen. Aber ich kann dich vielleicht erlösen. Ich habe das auch so wahrgenommen. Es macht im Hintergrund einmal so krusch, krusch. Ah, jetzt funktioniert das Ding wieder. Und das ist irgendwie, also, ja, wenn ich mir so einen alten Röhrenfernseher vorstelle, stelle ich mir das ein bisschen schwieriger und komplexer vor. Auch man hört ja auch kein Werkzeug oder sowas klappern. Von daher würde ich diesen Handgriff kann ich auch nachvollziehen, also, was du da sagst. Also im Zweifel für den Angeklagten, da kommen wir später ja auch noch drauf, könnte man deinem Argument sehr viel abgewinnen, dass Justus sich seit Tagen mit diesem Fernseher abmüht und ihn jetzt wirklich zum Laufen bringt. Ich hatte mal so einen Röhrenmonitor am Computer, den konnte man mit einem Handschlag reparieren. Also wenn der ein Bild gezeigt hat, hat man da einmal kräftig oben drauf gehauen. Das gilt für alle Elektrogeräte, das zählt hier nicht. Und für Volkswagen-Fahrzeuge vor 1986. Damals, als man noch den Hammer im Handschuhfach hatte, ne?
Also das ist jetzt aber auch kein, also das ist ja ein alter Fernseher, der hauptsächlich mit Röhre und Kondensatoren ausgestattet ist. Und eine der häufigsten Gründe, warum ein alter Fernseher ausgefallen ist, dass die Kondensatoren geplatzt sind. Dementsprechend könnte es sein, dass es ein relativ lautloser Lötkolben war, der dafür verantwortlich war, dass dieser Fernseher relativ schnell wieder in Betrieb genommen werden konnte. Also als Jurist kann ich dir sagen, wenn man so in einer Hausarbeit oder Klausur rangeht, würde der Korrektor ranschreiben, Sachverhaltsquetsche. Also jede Juristin, jeder Jurist, der diesen Podcast hört, weiß genau, was ich jetzt meine. Als Informatiker kann ich dir sagen, die kürzeste Lösung ist die beste. Nee, wahrscheinlich ist es unwahrscheinlich, dass der irgendwie löten. Aber der kann löten, ne? Also ich würde auch aber eher vermuten, dass er schon lange da dran gesessen hat. Ja, Justus lötet wie kein Zweiter. Ich kann euch insofern erlösen, dass es im Buch tatsächlich gesagt wird, dass Justus schon jede Menge Ersatzteile aus anderen Fernsehern ausgebaut hat und jetzt nach und nach den Fernseher repariert, erst den Ton, dann das Bild. Und damit verfügt die Zentrale jetzt neben einem eigenen Telefon, das sie aus ihrem Taschengeld bezahlen, also einen geheimen Telefonanschluss, auch über einen geheimen Fernseher in der Geheimzentrale hinter den Schrottbergen. Sie haben aber auch eine Videoüberwachungsausrüstung aus dem Karpatenhund noch am Start. Also da gab es ja auch einen Überwachungsmonitor. Genau, also den Monitor haben sie schon vorher gehabt. Ja, da hat sich Mrs. Carey nicht dran gehalten. Das ist so... Das wird alles nicht thematisiert. Aber dass sie deswegen ihren Job nicht verloren hat. Die Geheimgänge und die Tunnel werden allerdings im Buch sehr viel benutzt, die jetzt hier überhaupt nicht vorkommen. Hm. In den Hörspielen ja generell kaum. So, das gehört jetzt einem Orbit Hitfield. Und jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Wie finden Sie im Hörspiel raus, wo der Mann wohnt? Sie wissen es, weil im Führerschein seine Adresse vermerkt ist. Ah, genau, weil im Buch wird gesagt, im Telefonbuch steht er nämlich nicht. Aber ja, sie gut. Wundern sich doch noch, dass ein Blinder sozusagen einen Führerschein hat. Ja gut, kann ja ein Relikt sein. Ja, ich erinnere mich nur, dass sie sich das fragen. Ja, ja, klar, tun sie aber auch ein, noch zu Recht. Ein Relikt? Das könnte sein, aber die Führerscheine werden doch, ich weiß nicht, alle 2-4 Jahre in Amerika erneuert. Ach so, du meinst, das kann nicht so wie hier sein, dass du noch mit einer alten Klasse 3 unterwegs bist? Genau, das wird es nicht geben. Von daher ist dieser Ansatz, dass es ein Relikt ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ja. Also wäre er blind geworden, hätte er keinen Grund gehabt, den Führerschein zu erneuern. Ja, ist die Frage, ob in amerikanischen Führerschein ein Foto drauf ist, weil dann hätte man ja auch sehen können, dass er das nicht ist. Müsste eigentlich, weil in vielen Bundesstaaten gibt es ja keine Personalausweise, weswegen als ID da immer der Führerschein benutzt wird. Ja. Wenn es zum Beispiel darum geht, ob du eine Kneipe betreten darfst oder so. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass, wenn sie den Fernseher anmachen, dass jetzt gerade durchgesagt wird, dass Alfred Hitchcock gestorben ist. Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist in den neuen Büchern ja nicht mehr drin. Also im Narbengesicht in der Erstauflage stand drin, dass Alfred Hitchcock gestorben ist. Und das wurde dann allerdings auf Drängen der Fans damals rausgenommen aus dem Buch in jeden weiteren Auflagen. Und in den ganz Neuauflagen ist es ja so, dass jetzt Albert Hitfield immer Alfred Hitchcock ersetzt, was zu komischen Dingen führt, dass im gestohlenen Preis dann jemand bei dem weltberühmten Regisseur Albert Hitfield anruft. Und hier ist es ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil es würde dazu führen, dass er ein Selbstgespräch führt, als er Hitchcock anruft. Das wäre skurril. Aber ja. Ja, also in der Originalserie ist es die Staffelübergabe so, ne? Ja, genau. Und das hat man in der deutschen Buchfassung wieder rausgenommen. Und ich habe jetzt eine ziemlich aktuelle Auflage gelesen, weil es nämlich ein E-Book war. Und da kommt in dieser Folge tatsächlich Hitchcock noch vor. Er ist nach wie vor der Erzähler, er gibt das Vorwort und er wird auch im Text erwähnt, dass Albert Hitfield und Hitchcock sich kennen und dass Hitfield sogar mit Hitchcock telefoniert hat. Okay. Spannend. Ja, das, obwohl man die Namensrechte nicht mehr hat, aber die beziehen sich wahrscheinlich auf die Verwendung auf dem Buchcover und nicht auf die Verwendung im Text, weil es kann mir jetzt ja niemand verbieten, dass ich einen Roman schreibe und da drin irgendeine historische Persönlichkeit erwähne. Mhm. Ich glaube, Europa war sich da und H.G. Francis war sich jetzt auch noch nicht ganz sicher, ob jetzt Albert Hitfield auch weiter noch eine Rolle spielen wird in der Serie. Dementsprechend ist diese Szene drin geblieben, weil eigentlich tut diese Szene, der Besuch bei Albert Hitfield, zur Handlung ja überhaupt nichts bei. Das hätte man eher weglassen können und dann eher andere Plotlücken stopfen können.
Naja, du hast aber in der Szene jetzt schon, dass sie sehen, dass Mr. Bonestell dann auch zu Orbit Hitfield fährt und ihn erkennen als den Wachmann von der Bank. Naja, aber es hätte ja aber auch bedeuten können, dass die auf andere Umwege zu den drei Fragezeichen gekommen wäre. Ja, ja, aber das wäre dann, ein oder zwei Sätze gewesen. Dann hätte man sie jetzt aber nicht auch noch erklären müssen, wie die drei Fragezeichen auf den Pier der Familie De Nicola kommen. Ja, ja, guter Punkt. Ich fühlte mich so ein bisschen an bei Hitfield dran erinnert, so mit seinem Diener. Wie heißt der? Huang Wandong heißt der, glaube ich, in dem Hörspiel. Wird der groß erwähnt, der Name? Ja, wird Huang Wandong, wird aus Vietnam wird erwähnt. Erinnerte mich so ein bisschen an Pig Panther, wo Inspektor Clouseau mit seinem Diener ständig am Kämpfen ist. Passepartout? Genau. Ja. Ja, für mich war diese Szene nochmal besonders skurril, weil ich kannte jetzt diese Geschichte mit Hitfield und Hitchcock nicht. Für mich war das jetzt erstmal einfach nur der erste Protagonist, der jetzt da dazukommt mit seinem sehr seltsamen Diener, was für mich erstmal so die Anmutung erzeugt hat, oh, bei denen ist was ganz komisch, ganz faul. Und Justus vertraut dem aber sofort. Oh, sie haben ein Buch geschrieben. Ja, cool, dann sind sie wohl ein Guter. Und das macht aber, wenn man das unvoreingenommen hört, macht es überhaupt keinen Sinn, dass Justus zu so einem so frühen Zeitpunkt in einer so skurrilen Situation, ich meine, er ist gerade fast, eigentlich dachte er, mit einer Waffe bedroht worden, war dann aber nur ein Kochlöffelstiel, dass der sofort dieses totale Vertrauen in diese Person oder in die beiden Personen hat. Und das hat sich für mich erst sehr viel später geklärt. Ich dachte die ganze Zeit, aha, da bei den beiden ist irgendwas faul, darauf kommt es irgendwann zurück, aber kommt es halt nie mehr. Und das ist so, weiß ich nicht, wenn man die beiden oder diese Person des Herrn Hitfield da besser kennt, stellt man sich diese Frage vielleicht nicht, aber für mich war das total komisch. Ich finde das schön, dass du das sagst, weil im Buch ist es so, dass Justus Orbit Hitfield tatsächlich besser kennt. Denn der hat zu dem Zeitpunkt schon drei Romane geschrieben, ist eine Person des öffentlichen Lebens, ist bekannt, dass der mal Privatdetektiv war und Verbrecher gejagt hat in New York, und der war schon ganz oft im Fernsehen zu sehen und ist auch Drehbuchautor gewesen, hat also Verbindungen nach Hollywood und ist dann einfach eine bekannte Person. Und alles, was davon übrig ist im Hörspiel, ist, dass Justus sagt, ach, sie haben das Buch geschrieben, dann sind und sie wohnen hier, sie sind reich, sie haben es bestimmt nicht nötig, eine Bank zu überfallen. So. Ja, genau. Und gleichzeitig ist es aber ihre Brieftasche, die gefunden wurde bei dem Bettler oder bei dem Blinden, der sich sehr komisch benommen hat und irgendwie den Auftakt zu dem Fall gibt. Also die Kausalkette ist erstmal sehr viel kürzer, als sie dann am Ende tatsächlich ist. Aber also wenn man das, glaube ich, unvoreingenommen hört oder ohne euer Vorwissen hört, also ich bin jedenfalls, ich sag's einfach so, ich bin da total drüber gestolpert und hat auch lang gebraucht, bis ich mich davon lösen konnte. Ich glaube immer noch, der ist schuld. Ich finde, dieser Hitfield, ne, der sah mir ja leicht verdächtig aus. Ja. Also auch wenn man sich überlegt, wie die da hinkommen. Also Justus hat den Fernseher repariert, dann sehen die Nachrichten, wo dieses wunderbare Wort Malibu auftaucht. Und dann wird erstmal klar gemacht, es hat einen Banküberfall gegeben, der Bob sagt, hey Mensch, dann habe ich ja einen der Täter gesehen. Dann gucken sie sich die Brieftasche an, finden die Adresse von dem Hitfield, fahren dann da nach Malibu und in so eine Straße, die immer schmaler wird und immer schlechter begehbar oder befahrbar. Das wird irgendwie immer schlammiger und kommen dann zu so einem baufälligen alten Schuppen. Und also vom geistigen Auge hat sich da eigentlich so eine ziemlich abgewrackte Gegend irgendwie aufgetan. Also mit so einem ehemaligen Restaurant, und auf einmal kommt dann irgendwie ja ein Herr Hitfield, der dann aber doch ein sehr berühmter Autor ist und eigentlich vielleicht in einem ganz anderen Haus Malibu wohnen müsste, aber er hat auch einen Diener. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend. Es ist für mich insofern nicht ganz konsistent, weil bei den drei Fragezeichen normalerweise ist ja immer noch so irgendwelche normalen Lebenswirklichkeiten, selbst wenn die jetzt irgendwie in den Bergen von Hollywood spielen, dargestellt werden. Und hier ist es sehr, sehr absonderlich. Das ist Hitfield hat dieses leerstehende Restaurant gekauft, weil es günstig ist, er es nach seinen Vorstellungen umbauen kann. Und weil ein Anwesen mit Meerblick in Malibu ihm einfach viel zu teuer war. Warum er diesen Diener aus, im Buch wird gesagt, er ist ein Orientale. Darf man das heute noch sagen? Da wird auch gar nicht gesagt, wird gesagt, wo der herkommt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, aus Vietnam soll er herkommen. Ja, stimmt, Vietnam, ja. Das war's. Und
Das ist dann letztendlich im Buch genauso skurril. Nur, dass die drei Fragezeichen halt ihn kennen und deswegen Vertrauen zu ihm haben. Ich finde das auch im Hörspiel ganz komisch, wie er den drei Jungs auf einmal anbietet, sie auf seinem Boot mitzunehmen. So. Das Sportboot. So aus dem Nichts. So, hey Jungs, habt ihr schon mal ein Sportboot gesehen? So. Ist ein bisschen cringe, ne? Ja, und wenn man nicht weiß, dass der vertrauenswürdig ist, dann hat das einen ganz, ganz krassen Touch irgendwie. Ja. Ich habe gerade erst wieder eine Folge Sopranos gesehen, wo sie jemanden auf einem Boot erschießen und dann mit Kettenbeschwert im Meer versenken. Ja, so ähnlich wird er es vorgehabt haben. Aber mal ganz ehrlich, Volker Brandt ist doch super in der Rolle, oder? Total tolle Sprechrolle. Also das ist, stimmlich ist das großartig. Ich habe einen Kochlöffel verwendet. Ja. Wenn du dich bewegst, mache ich dich in zwei Stücke. Bitte ruhig sein, sonst schieße ich. Das ist auch einfach die Stelle, ich habe es auch mehrfach mit den Kindern gehört, wo die sich total kaputt lachen. Die finden das so lustig, dieses Ah, wie der spricht. Und dann ist es doch nur ein Kochlöffel. Also die scheppern sich an dieser Stelle regelmäßig ab. Wobei man und ich muss dir sagen, es funktioniert als Erwachsener noch genauso. Ja. Also okay. Bei mir geht immer so ein bisschen die Alarmlampe an. Ich meine, diese Witze mit R und L, haben wir ja schon häufiger gehört bei den drei Fragezeichen, wenn asiatische Charaktere eingeführt worden sind. Ich finde es hier sehr, sehr seltsam, weil er kommt aus Vietnam, die von der Sprache her, glaube ich, ganz anders gelagert sind als Mandarin oder Kantonesisch und dass da einfach so ein Stereotyp bedient wird. Aber vielleicht muss man es einfach aus dieser Zeit heraus sehen. Ich glaube, heute würde man es nicht mehr so machen. In den 80ern war er halt in erster Linie Asiat. Ja, oder Orientale, wenn das so steht tatsächlich. Ja, aber es ist genauso, also da muss man ein bisschen Abstand von nehmen. Ich glaube, wir haben schon häufig genug bei uns im Podcast thematisiert, dass es nicht mehr ganz zeitgemäß ist, die Darstellung. Ja. Es passiert heute auch noch in einigen Hörspielproduktionen, wo, wenn man im Band des Drachen zum Beispiel sieht, da gibt es auch sehr viele chinesische Personen, die dort auftreten. Und da haben sie es mittlerweile schon hingekriegt, dass die hochgestellten, gebildeten Antagonisten in dem Hörspiel schon relativ normal sprechen. Aber dann die Sidekicks und die Drecksarbeit machen, die haben dann trotzdem noch diesen LR-Fehler. Der Unterschied drin, ist halt zwischen jemandem, der gebrochenes Englisch spricht, der spricht halt mit diesem fiesen LR und soll halt wie ein Asiate klingen. Und die gebildeten Antagonisten, die Bösewichte, die halt auch im Ausland studiert haben, die sprechen halt akzentfreies Englisch. Ja, okay. Das kann sein irgendwie. Ja. Dann was ich sagen wollte ist, sind wir gerade von abgekommen, die Sache mit dem Sportboot. Er bietet es ihnen eigentlich an, weil sie ablehnen, eine Belohnung für das Portemonnaie entgegenzunehmen, weil er im Buch macht er das Portemonnaie auf und will ihnen quasi Geld geben. Dass der Bettler ja drin gelassen hat, ne? Da wird auch nochmal darauf hingewiesen, der Bettler, dem kann es nicht so schlecht gehen, der hat mein Portemonnaie nämlich nicht ausgeräumt. Mhm. Und hat er vielleicht nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich. Aua. Jedenfalls, und dann macht er das Portemonnaie auf und will den dreien Geld geben und das lehnen sie kategorisch ab, die drei Fragezeichen nehmen kein Honorar. Und dann sagt er, gut, dann möchte ich euch zum Ausgleich mal auf meinem Rennboot mitnehmen. Und was soll ich sagen? Erinnert mich dran, das Boot wird nochmal wichtig. Ist das die Mary 2 oder 3? Nee, kommen wir später zu. Okay. So, weiter geht's. Legendärer Vorlesefehler von Albert Hitfield bei der Visitenkarte. Wurde mittlerweile irgendwie schon mehrmals, glaube ich, überarbeitet, von der alten Fassung bis hin zu Spotify. Wenn er nämlich den Text der Visitenkarte vorliest, dann interpretiert er nicht die drei Fragezeichen als die drei Detektive, drei Fragezeichen, sondern als Frage mit drei Fragezeichen hinten dran. Die drei Detektive. Drei? Erster Detektiv Justus Jonas. Also wirklich so, hä? Oder ein What the fuck war das, glaube ich, irgendwie, die mit den drei Fragezeichen dran. Genauso liest er das vor in der alten Fassung. Das war schon mal legendär. Das war schon mal so ein Foreshadowing auf die drei. Sie haben es damals schon gewusst, 1983. Genau. Also gesagt, wie nennen wir die denn jetzt mal? Die drei? Ja, das stimmt jetzt. So, weiter geht's. Die drei Fragezeichen machen sich dann auf den Weg zum Pier der Familie der Nicola, beziehungsweise nur Justus und Peter. Und ist auch jetzt, ne? Dass sie quasi, ach nee, gar nicht, sie... Nein. Erstmal gehen sie, weg und sehen dann, dass der Wachmann zu Mr. Hitfield geht und den verfolgen sie dann und stellen ihn nach. Und das ist Mr. Bonestill. Aber erst einmal werden sie dann in Flagranti vor der Tür erwischt.
von Shelby. Weil Mr. Bones hat nämlich mit Shelby Tuckerman einen total vertrauenswürdigen Untermieter, der grundsätzlich einen Revolver bei sich am Strumpfband trägt. So, also. Ja, total vertrauensvoll, aber die haben wohl guten Kaffee. Möchte jemand von euch einen Kaffee? Gern, ja. Immer. Es wird so oft irgendwie, möchtest du einen Kaffee? Ja. Nein. Dass Justus beim dritten Mal Fragen nicht durchdreht. Ne? Ja. Ich möchte keinen Kaffee. Das ist verdammt guter Kaffee. Ja. So, Shelby, ja, beziehungsweise, nein, Walter Bones gibt den Ablauf des Überfalls wieder, bestätigt die Geschichte, die er aus dem Fernsehen gehört hat. Es gibt ein bisschen Trara, armer alter Mann, kann sich keine Detektive leisten, also, und auch keinen Anwalt, und deswegen muss er jetzt 3 Halbstarke anheuern. Und Shelby Tuckerman ermutigt ihn ja sogar, wahrscheinlich in dem Bestreben zu sagen, wenn der sich mit dummen Jungs abgibt, dann holt er keinen richtigen Detektiv. Und holt noch Rechtskenntnisse des amerikanischen Justizwesens hervor. Das ist, also ich finde diese Tuckerman-Szene finde ich ganz großartig. Also erstmal wegen dieser Einführung von ihm als seine Person, als er als Mr. Shelby angesprochen wird. Ich heiße Tuckerman. Ja. Shelby Tuckerman. Nach eurer Rechtsprechung ist ein Mann unschuldig, bis ihm ein Verbrechen nachgewiesen werden kann. Also da leuchten bei mir wieder alle Lampen. Justus kommt später drauf, aber am Ende spielt es dann doch nicht so die besonders große Geige, glaube ich, aber vielleicht doch ein bisschen. Aber ich finde das super spannend, dass er dann einfach ihn noch tatsächlich animiert, den Bones nach Motto, hey komm, du bist doch unschuldig, hol dir doch mal Hilfe und lass dir aus deiner Misere daraus helfen. Ist das denn so eine Eigenheit des amerikanischen Rechtssystems, dass man so lange als unschuldig gilt, bis die Schuld erwiesen ist? Also das ist eigentlich ein Rechtssatz, der schon aus dem römischen Recht bekannt ist und den man sogar schön auf Latein fassen kann, nämlich in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und es ist tatsächlich so, und also mir fällt jetzt kein demokratischer Rechtsstaat ein, in dem dieses Verhältnis umgekehrt wäre, in dem ein Angeklagter beweisen müsste, dass er unschuldig ist. Sondern es muss eigentlich immer der Staat, das ist ja die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die muss ja nicht nur B, sondern auch sogar entlastende Tatsachen herbeischaffen im Strafprozess. Also das ist ein universeller Rechtsgrundsatz, der eigentlich in allen Rechtsstaaten gleichermaßen gilt. Und also ja, das ist keine Spezialität des kalifornischen Rechtes zum Beispiel. Gib den USA noch mal ein paar Jahre. Ja, wir sind da verhalten pessimistisch. aber die Frage ist, warum sagt ihr in eurer Rechtsprechung? Weil er kein Amerikaner ist. Aber im Hörspiel wird es überhaupt nicht aufgelöst. Doch. Doch, ganz am Ende. Sagt Justus, dass er ihn da schon verdächtigt hat. Genau, da geht er drauf ein. Ja, ja, klar. Ja. Das sagt Peter Pasetti aber auch, ne? Dass Justus da irgendwie schon, oder er sagt es selber irgendwie, ihm ist irgendwas aufgefallen, ist aber auch nicht so wichtig. Ja, es wird nicht vollständig aufgelöst, aber es ist einfach so eine Riesenklammer. Da wird es gesagt, am Ende geht Justus nochmal drauf ein. Aber ohne, dass es irgendeine Relevanz für den Fall hätte, was übrigens ein Motiv ist, was einem relativ häufig in diesem Hörspiel begegnet. Ja, wie gesagt, das ist diese chirurgische Präzision, mit der H.G. Francis versucht hat, so einen David Lynch-Fall draus zu machen. Das ist ein ziemlich geiles Stichwort, Entschuldigung. Ja. Ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ich habe mir überlegt, wenn man dieses Hörspiel verfilmen würde, genau so, mit genau den Texten, und den Einstellungen, weil ich habe irgendwann mal die Plätze, an denen das spielt, gezählt. Das sind, glaube ich, 14 unterschiedliche auf 48 oder 49 Minuten. Das wäre ein total geiler David Lynch-Film geworden. Ja, tatsächlich. Und auch das mit dem Kaffee ist wieder so ein Relikt aus dem Buch, Olaf, dass da so ständig Kaffee angeboten wird. Später gibt es eine Szene, eine Einzelszene, Justus nur und Shelby Tuckerman. Und Tuckerman bietet ihm wieder Kaffee an und sagt dann, ach, ich vergesse immer, bei euch ist das ja nichts für kleine Kinder. Oh. Aha. Und da fühlt Justus sich noch angegriffen, dass er als kleines Kind bezeichnet wird. Gleichzeitig ist es aber wieder so ein Indiz, da wo ich herkomme, trinken auch Jüngere Kaffee. So, Südamerika, offenbar. Tuckerman ist ein ganz klassischer. Das ist definitiv nicht sein echter Name. Der heißt wahrscheinlich auch nicht Shelby, sondern Sandro. Und statt Tuckerman heißt er Tuckermano. Keine Ahnung. Okay, das klingt bulletproof, würde ich sagen, was du da jetzt gerade behauptest irgendwie. Die Rolle von Mr. Bonestill erinnerte mich sehr an, Mr. Tremaine von Beefy, Magischen Kreis, hat auch MV Carey geschrieben. Und es gibt
so, das ist, glaube ich, irgendwie was, was bei MV Carey häufiger mal vorkommt, so den soften Mann. Das gab es bisher noch nicht so und das ist wahrscheinlich der weibliche Einfluss, der da irgendwie eine Rolle spielt, aber sowohl, wie heißt der, Beefy Tremaine, ja, und Mr. Bonestill sind ähnlich sanft, finde ich. Die sind so vollkommen unvoreingenommen. Ja, ne? Genau. Ja, so ohne Hintergedanken, ja, ganz ungefiltert. Ja, ja. Hat er seinen Beruf ein bisschen verfehlt, weil so sanftmütig wie er ist, ist er jetzt nicht der geborene Wachmann. Weil er müsste ja dann eine Grundskepsis an den Tag legen. Olaf, jeder, Olaf, der reinkommt. Ja? Bist ja, du sicher, dass du das Buch nicht gelesen hast? Ja, bin ich ziemlich okay, sicher. Okay, weil du sprichst die ganze Zeit die Dinge aus dem Buch an. Aber ist okay. Ist okay. Okay. Entschuldige, Nathalie, du wolltest was sagen. Ja, ich fand das nämlich, diese Sanftheit, die du ansprichst, fand ich auch total unglaubwürdig am Anfang. Das macht irgendwie, so als Charakter ist man das da auch nicht so gewohnt. Und ich dachte irgendwie, der hat was zu verbergen und deswegen stellt er sich so sanft. Hat dann aber auch nicht gestimmt. Also es waren wirklich ein paar viele falsche Fährten drin. Das, vielleicht war es auch Absicht, aber ich glaube, das ist einfach nur dein Misstrauen allem und jedem gegenüber. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Naja, also nehmen wir jetzt mal das Klischee an, irgendwie wenn ich jetzt an Rewe denke, dann ist derjenige, Mr. Bonestill, der dort vorne am Eingang steht, hat ein Poloshirt an, wo Security draufsteht, hat nur Brust trainiert. So, es ist jetzt Klischee genug, aber so, das passt halt gar nicht irgendwie so. Ja, ich bin Mr. Bonestill, ich passe hier auf, dass niemand einbricht. Man denkt so, okay, guter Mann. Hände hoch, das ist ein Überfall, seien Sie vorsichtig, dass Sie niemanden verletzen. Ja, Mr. Bonestill arbeitet eigentlich nur unfreiwillig als Wachmann. Er war früher mal in einer Technikfirma, erst im Einkauf, dann im Verkauf und dann in der Verwaltung angestellt. Und ein alter Arbeitskollege aus dieser Technikfirma ist Shelby Tuckerman. Ja, der hätte guter Wachmann sein können. Ja, der war aber auch da kein Wachmann, der war da Techniker. Ist auch eine Technologiefirma, ich habe vergessen, wie sie heißt. Und nachdem die Ehefrau von Mr. Bonestill an Krebs gestorben ist und seine Kinder mittlerweile erwachsen sind und nicht mehr zu Hause wohnen, war er sehr einsam. Und weil Shelby Tuckerman zu der Zeit eine günstige Bleibe gesucht hat, sind die beiden dann zusammengezogen als Mieter und als Vermieter und Untermieter. Okay, das sind sehr, sehr gute Motive, obwohl ich mir Mr. Bonestill nicht sehr alt vorgestellt habe. Er ist ihn jetzt also nicht als Vater von erwachsenen Kindern vorgestellt, sondern eher so Anfang, Mitte 30, so habe ich mir vorgestellt. Ja, aber in den 80ern ist man früher Vater geworden, also. Guter Punkt. Ja. Nee, der ist bestimmt schon so in den 50ern im Buch. Er wird dann nämlich als älterer Mann beschrieben und das ist jetzt für alle, die auf die 50 zugehen, wahrscheinlich voll böse, wenn man sagt älterer Mann, aber so ist es halt im Buch. Ich gehe noch nicht auf die 50 zu, von daher bist du bei mir da safe jetzt gerade. Achso, ich dachte jetzt, ist egal. Dachtest du bei uns, ja? Nein, ich dachte, Olaf hätte die 50 schon hinter sich. Ja, auf gefühlt ja. Übrigens nur an der Stelle schon, auch hier trägt während des Gesprächs Shelby Tuckerman schon diverse Tiefkühleinkäufe herein und packt sie ins Gefrierfach. Und er nimmt keinen Zucker in seinen Kaffee. Wird alles nochmal wichtig. Mhm. Okay, weiter geht's. Jetzt fahren sie aber zu den De Nicolas, um zu gucken oder um vorzuhorchen, ob da das Portemonnaie gefunden wurde. Richtig, genau. Ein Bootsverleih ist es. Direkt am Strand, so stelle ich mir das vor, wie es halt ein typischer Bootsverleih ist. Und die Omas Hellseherin. Ja. Die hat Tagträume. Einfach so aus heiterem Himmel Tagträume. Es wird nicht weiter erläutert irgendwie und das wird das ewige Mysterium sein, ähnlich wie das Bergmonster. Also den Yeti gibt es wirklich und es gibt Mrs. De Nicola, die in die Zukunft schauen kann. Ja gut, dafür ist MV Carey ja bekannt, dass sie solche Elemente in die Serie eingebaut hat. Also Mystery-Elemente, die Mystery sind und nicht so richtig aufgeklärt werden. Während man sonst immer diesen Scooby-Doo-Moment hat, wo die Maske vom Kopf gezogen wird, hat man das bei Carey nicht. Vor allem ist es aber ein sehr lustiger Vorlesefehler mit dem Wachtraum. Es ist nämlich ein Wahrtraum. Also ein Traum, der wahr wird. Sie hat die Träume nämlich nachts. Sie träumt nachts davon. Das sagt sie auch im Hörspiel, das sagt sie auch im Buch mehrfach. Und deswegen ist Wachtraum ganz, ganz komisch. Es muss einfach ein Vorlesefehler von Oliver Rohrbeck an der Stelle sein.
Ja, und das ist auch das, was mich irritiert hat, weil medizinisch gesehen ist ein Wachtraum etwas, was man träumt und gleichzeitig aber weiß, dass man träumt. Das hat keine Vorhersagekraft für die Zukunft. Das hat nichts mit Hellsehen zu tun, sondern das ist halt nur so eine, ja, wie so eine Art Dämmerzustand, wo man halb träumt und halb wach ist. Luzide Träume? Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Das müsste ich nochmal nachschauen. Also, luzide Träume sind Träume, wo man weiß, dass man träumt und sie beeinflusst oder so, ne? Ah, ja, genau. Ja, das ist ja in Vanilla Sky von mit Tom Cruise ein bisschen aufgearbeitet worden. Eieiei, Tom, wie tief bist du denn eingestiegen heute in die Materie? Chapeau, chapeau. Ja, manchmal weiß ich Dinge. Lutrophobie. Aber was wir festhalten können, glaube ich, ist, dass die Katharina Brauren mal wieder eine Hammer-Sprechleistung abgeliefert hat in dieser Rolle. Ja. Das ist, ich finde die so unglaublich. Also egal, was sie macht, man nimmt ihr diese Rollen eigentlich immer ab und die kriegt so ein, die kriegt es immer hin, der so eine ganz, ganz großartige, ja, Gestalt zu verleihen letztendlich. Wie unglaubwürdig oder passig das auch sein mag. Ja, ganz großartig. Ich habe sie immer dann vor Augen, wie sie bei Loriot eben die Mutter spielt, aber... Ich möchte übrigens an der Stelle einmal merken, das Rennboot von Mr. Hitfield muss unfassbar groß sein, wenn man ihn dazu rausrudern muss. Er hat alles in das Boot gesteckt und nicht in das Haus. Der muss, ich meine, so ein Schweinegeld mit seinen Büchern verdienen. So. Das ist ihr Rennboot? Ja, es ist 40 Meter lang und hat zwei Hubschrauberlandeplätze. Der eine Hubschrauberlandeplatz ist, um zum anderen Hubschrauber zu kommen, gedacht. Okay, gut. Sie sind jetzt also da. Sie finden, wie geht's jetzt weiter? Ich habe jetzt die Buchhandlung vor Augen und die ist ganz anders als die vom Hörspiel. Sie verfolgen jetzt Ernie. Ernie, aus irgendeinem, genau, Grund verfolgen sie Ernie, weil er sich verdächtig verhalten hat, als Mrs. DeNicola von ihrem Traum erzählt hat. Genau, der erschrickt sich, als die Mrs. DeNicola von ihrem Wahrtraum erzählt, dass sie da einen fremden Mann mit dunkler Brille und großer Narbe gesehen hat, mit Blindenstock, der aber nicht blind ist. Und das kriegt der Berthold irgendwie mit und macht sich vom Acker. Und jetzt überlege ich mal, wie war denn das? Irgendwie Peter und Bob bleiben noch da? Ja, sie bleiben da, weil Justus ist ja alleine reingegangen und deswegen kennt Ernie ihn, aber die anderen nicht und sie können ihn dann besser verfolgen. Das ist jetzt, das ist der erste richtig, richtig große Unterschied zur Buchhandlung, wo Peter nämlich jetzt alleine damit hingeht zu diesem Treffen von diesem Gesangskreis. Also diesem Indianerstamm, der sich da beim alten Hotel trifft, um zusammen zu Akkordeonmusik zu singen. Die spanisch singen, genau, ja. Das ist ein ganz furchtbares Klangrecycling, das da gemacht wird, dass da nordamerikanische Indianergesänge benutzt werden für einen südamerikanischen Kult. Ja, und Peter auch noch sagt, irgendwie, das klingt spanisch. Nee, kommt mir spanisch vor. Also das kommt mir spanisch so vor. Südländisch aussehende Männer und Frauen oder irgendwie sowas. Ja, die sich da alle auf diesem Weg in so einer Prozession zu diesem Motel machen. Ich habe wirklich mir diese Szene häufig mehrfach ganz bewusst angehört, um rauszufinden, ob nicht auch dieses Shubigurum-Sample aus dem brennenden Schwert irgendwo auftaucht. Aber ich habe es leider nicht gefunden, aber es hätte so großartig mit reingepasst. Es taucht auf. Nein. Also laut einer Quelle, in der ich nachgesehen habe, taucht es auf. Ich habe es aber auch nicht rausgehört. Aber die Indianergesänge kennt man aus anderen Hörspielen, unter anderem auch aus den in den 70er Jahren produzierten Robinson Crusoe-Hörspielen. Ist ja bekannt, dass die nordamerikanischen Volksstämme in Kannibalen sind. bei Winnetou sage ich schon, da werden sie auch benutzt, aber bei Robinson Crusoe sind es tatsächlich die Kannibalen. Im Buch ist es so, Peter fährt da alleine hin, schließt sich den Leuten an und damit er nicht auffällt, setzt er sich zwischen sie. Was dazu führt, dass erstmal spricht Ernie fließend Spanisch mit den Leuten, also da wird die ganze Zeit auf Spanisch gesungen und auf Spanisch geredet und es werden Poster von diesem Sektenführer gezeigt, von diesem Terroristen, dem Narbengesicht und. Und dann werden die Leute einzeln aufgerufen und müssen auf Spanisch etwas sagen und Peter sitzt halt dazwischen und checkt halt einfach gar nicht, worum es geht. Und dann wird er aufgerufen, was zu sagen. Und dann erfindet er schnell die Ausrede, dass er so heiser sei, dass er nichts hervorkriegt. Und dann kann er da quasi inkognito bleiben. Aber dadurch kennt Ernie dann sein Gesicht, weswegen es später wichtig ist, dass nur Bob Ernie verfolgt. Aber ist egal. Und dann kommt nämlich der Polizist. Die Leute werden gewarnt. Sofort verschwindet das Bargeld, das sie eingesammelt haben. Die Leute holen Gesangszettel hervor auf der Bühne. Die holen Akkordeons und Gitarren hervor. Und dann tun sie so, als würden sie gerade gemeinsam singen.
und wären ein Chor. Das ist also im Buch viel verdächtiger, dieses Verhalten. Ja, und hier wandern sie einfach nur einen Berg hoch und Richtig, und werden dann gewarnt, dass das Hotel bald abschmiert. Ja, genau. Hotel Deus Ex Machina ist das. ja, okay. Ja, also das Narbengesicht scheint eine Reinkarnation von Luis Pascal Dominguez de Otranto zu sein. Das ist ja quasi der Obersektenanführer, ne? Vom Goldenen Tisch. Ja, das hat euch die Aussprache auch so genervt? Luis Pascal Domingo del Otranto. Ich wüsste nicht, wie man das sonst aussprechen soll. Nee, ich meine den Goldenen Tisch. Mesa, also ich glaube, das wechselt auch zwischen Mesa Doro und Mesa Dore. Ja, und eigentlich müsste es Messer sein. Also auf dem Tisch heißt im Spanischen, da bin ich mir ziemlich sicher, Está en la Mesa. Und nicht Mesa. Aber gut. Also ich kenne Mesa Boogie, aber das... Ja, ja, der gute alte Onkel war Orken. Ja, die Aussprache von Namen ist zu der Zeit noch hui. Aber ich habe jetzt gehört, bei den falschen Detektiven gibt es schon wieder so eine Kontroverse, dass da Nguyen oder Nguyen nicht richtig ausgesprochen wird. Ja, richtig. Ja, gut, ist halt so, mit fremden Namen. Das passiert sogar in dem Deutschlandfunk und das, obwohl die Aussprachedatenbanken haben. Kommt mal vor. Naja, aber auf jeden Fall, so dieser ganze Sekten... Ich wollte jetzt gerade Kram sagen, macht das Ganze ja noch komplizierter. Ne? Er macht es unglaublich kompliziert, ja. Und was soll ich sagen? Ohne vor die Erklärung aus dem Buch ist es auch einfach verwirrend. Vor allem, es ist ja nicht nur der Sektenkram, da kommt ja noch ganz viel anderes dazu. Die machen dann dies und dann machen sie das, dann kommt der Polizist, dann plötzlich gibt es den Erdrutsch oder der droht zumindest. Das akzeptieren die auch alle gleich voll. Also das sind ja so viele Faktoren, die da zusammenkommen, die muss man sich auch echt erstmal ausdenken in einer Szene. Da kann man ja mehrere Bücher auch drüber schreiben. Ja. Vor allem wird einem auch gar nicht klar, dass dieses mit dem Wir sind der Gesangskreis so und so eine Lüge ist, weil man hat ja die Szene davor nicht, man hört sie ja wirklich singen. Es ist zwar ein komischer Gesang für Südamerikaner, aber man hört sie ja singen. Es wirkt ja nicht wie eine Ausrede. Man denkt halt so, wenn man es jetzt komplett unvoreingenommen hört, ohne das Buch zu kennen, und man hört das zum ersten Mal, dann denkt man so, ja, die singen ja auch, ich weiß gar nicht, was der Polizist hat. Naja, aber sie wirken so, als wenn sie Kultisten wären, die gerade einen großen Alten beschwören würden. Ne? Also, ne, oder, also wenn es jetzt also das Gegenteil vom Kuckucksklan trifft sich da gerade irgendwie so, nö, wir singen nur. Aber warum haben sie denn Opferdolche und Kapuzen auf? Ja, es ist für so einen Showauftritt. Genau, wer ist der Mann auf dem Plakat? Der venezolanische John Lennon. Nee, ist Che Guevara. Ein ganz altes Foto von ihm. Genau. So. Interessiert euch denn die Hintergrundgeschichte von Mesa Doro? Auf jeden Fall. Nathalie, das letzte Wort. Ja, ich bin auch Team Nö. Gut, das ist okay, alles dann. Schon so abgefahren. Also. Dann erzähle ich euch das nicht. In Ordnung. Das ist jetzt auch schwierig. Nee, das jetzt schieß los. Für die restliche also es gibt einen ganzen Werdegang, man kann das online noch nachpflegen. Ich glaube, das können wir in die Shownotes mit reinpacken, dass es auf jeden Fall ein Kult ist, der seit... Ist das eine real existierende Sekte? Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich habe das nämlich nicht nachgesehen, weil ich gedacht habe... Nein, das kannst du im 3-Fragezeichen-Wiki nachlesen. Ach so. Ach so, das meinst du. Ich dachte gerade so. Dass sie seit irgendwie 120 Jahren existiert irgendwie und dass es dann aber eine Splittergruppe gegeben hat, die dann auch noch gewalttätig geworden ist. So. Genau, die sind militant. Geworden. Die versuchen, also es gab einen internen Machtkampf in dieser Sekte. Die eine Seite ist halt die Reichen, die den armen Mitgliedern Wohlstand versprechen, aber halt Wasser predigen und Wein trinken. Und die Splittergruppe sind halt die dann die Macht ergriffen haben, sich erkämpft haben, halt für quasi den sozialistischen Gedanken in dieser Sekte drin haben. Und die Volksfront von Venezuela. Genau, und die jetzt, wo die anderen angehören, das sind halt jetzt die bösen Reichen, die quasi versuchen, sich wieder an die Macht zu putschen. Aber was ist jetzt die Motivation von Shelby Tuckerman, dass er sich halt als Luis Pascal ausgibt? Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das, keine Ahnung. Das soll ja Eindruck schinden irgendwie auf der einen Seite. Wie viele Leute sind da jetzt beim Singen? Aber da ist er ja nicht. Ganz hoch. Aber aber das sein Bild wird da aufgehängt und aber Ernie zum Beispiel hat ihn ja dann auch schon, weil sie ja die Bank zusammengefallen haben, ihn auch ja in dieser Rolle gesehen.
ist ja quasi inkognito. Also kennen die anderen ihn als Shelby Tuckerman oder kennen sie ihn nur als Louis Pascal? Louis Pascal. Ich kann dir nicht sagen, warum sie ihn so schminken. Ich kann dir nur sagen, dass Shelby Tuckerman halt von diesen Terroristen ein Kontaktmann ist, der schon oft und lange für sie quasi Besorgungen macht, Botengänge, Dinge verschifft und so weiter. Das ist quasi deren Kontakt in den Staaten. Hm. Warum der jetzt für das Spielestehen bei der Bank als der Kultführer, als dieser Märtyrer, dieser tote Terrorist verkleidet wird, ich kann es dir nicht sagen. Hm. Ich glaube, das war einfach so ein Haken zu viel, den MV Carey da geschlagen hat. Das könnte sein, ja. Zumal es jetzt auch noch, wenn man als Kassettenkind groß geworden ist, endet jetzt quasi so, nachdem dieser Polizist da war und sich diese Versammlung in Wohlgefallen auflöst, endet die Seite und meistens ist man dann als Kassettenkind eingeschlafen, wenn eine Seite rum war. Dann ist auch egal. Dann hat ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf, so, wo man denkt so, was ist da jetzt gerade passiert? Was soll das alles? Wer bin ich? Wie komme ich hierher? Es ist nicht mal ein Cliffhanger, ne? Also wenn die Seite zu Ende ist, dann denkst du so, klack. Tschüss. Hä? So, das ist eigentlich eher die kürzeste Frage, die ich so stellen kann. Ja. Hä? Was soll das? Du weißt, Olaf, so. Die Intelligenz eines Menschen bemisst sich an der Qualität seiner Fragen. Hä? Ja, es hilft im Leben aber auch weiter, einfache Fragen zu stellen. Ja, 10 Minuten doof stellen spart manchmal eine Stunde Arbeit. Genau, sei schlau, stell dich dumm. Ja, aber wie ging es denn jetzt noch weiter? Also, wenn man die Kassette dann umdreht, geht es eigentlich ziemlich seltsam weiter. Also, dieser Sinnkreis löst sich auf. Der Polizist sagt hier, hört zu, ihr dürft hier gar nicht sein, weil das Motel irgendwie vom Hang abrutschen kann wegen des Dauerregens. Und dann sind die auf dem Schrottplatz zurück. Und Justus hat durch Zufall irgendein Magazin bei Titus und Mathilda liegen das Horizon-Magazin, wo einfach ein Bericht über diese Sekte drin steht und eben auch ein bedeutender Mann aus dieser Sekte, wir wissen eben, dieser Louis Pascal Domingo de la Tranto, genauso aussieht wie der Blinde. Da kriegen sie jetzt nämlich diesen Connex her. Und dann gibt's, finde ich, diese nächste vollkommen skurrile Szene, wo sie diese Möbel zum Kindergarten fahren. wo auch das, die ganze Geschichte so vollkommen missgeleitet wird, weil dann sehen sie vor dem Kindergarten erstmal irgendwie 4 ältere Männer, die Boccia spielen und ein blondes Mädchen, wo ich erstmal in meinem Kopf automatisch denke, na, die gehört zum Kindergarten, die ist vielleicht so zwischen 4 und 6, stimmt aber gar nicht und das ist dann schon die nächste Wolte, die aber auch mit der Handlung überhaupt nichts zu tun hat. Ich bin schon bei Boccia spielen ausgestiegen, also... Ganz, ganz komisches Szenario muss das sein irgendwie. Also Mr. Bonestill als Patrick verkleidet, fährt er da jetzt gerade hin. Hat sich einen neuen Job gesucht. Dann beobachten die den, wie er diesem jungen Mädchen nachstellt. So, und man denkt so, okay, wenn das jetzt nicht auf vor dem Kindergarten, ja. Ich stelle mir gerade vor, dass es wirklich Patrick, also dass es wirklich Mr. Bonestill ist, der jetzt als Patrick angestellt wurde und dann sich bei Onkel Titus bewirbt und sagt, vorher war ich Wachmann in einer Bank. Es tut mir leid, als Gehilfen auf dem Schrottplatz stelle ich grundsätzlich nur ihren ein. Oh, ich heiße Walter O. Bonestill. Na, herzlich willkommen. O. Bonestill. Das ist nordirisch? Das ist nordirisch, ja. Ja, aber das ist ungefähr die Stelle im Hörspiel, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich glaube, ich habe jetzt auch so eine Art Wachträume. Ich habe immer so gedacht, ich habe doch jetzt einen Teil verpasst, oder? Irgendwie fehlt mir was, um noch mitdenken zu können und mithören zu können. Aber ich habe es immer wieder gehört und festgestellt, nee, das läuft tatsächlich genau so das ab. Das muss so sein. Es ist so. Es tut mir wirklich leid, jetzt ständig sagen zu müssen, aber im Buch. Das ist halt, ich weiß, es ist nervig, aber in dieser Geschichte ist es wirklich so, dass das Hörspiel, und ihr merkt es ja, ohne das Buchwissen irgendwie sehr zusammenhangslos ist. Und tatsächlich ist es so, dass dieser ganze Mittelteil, also der Anfang und das Ende sind sehr, sehr ähnlich. Naja, okay, nicht ganz, aber der Anfang ist sehr ähnlich. Und der Mittelteil weicht so weit vom Buch ab, wie ich das bei den 3 Fragezeichen in meiner Karriere als Podcaster in den letzten 20 Monaten noch nie erlebt habe. Es gibt jetzt eigentlich ganz viele Szenen, in denen die 3 Fragezeichen getrennt voneinander agieren. Peter ist bei diesem Kulttreffen, Bob recherchiert in der Bibliothek, in der er arbeitet, Justus sieht dieses Mädchen, ich weiß gerade gar nicht mehr wo, aber vor dem Boccia-Spielen sieht er sie schon irgendwo.
und verfolgt sie dann zusammen mit Bob. Und die war bei Mr. Bones. Ja, und verfolgt sie dann nach Hause und gibt sich dann als Zeitungsverkäufer an der Tür aus und zwingt der Frau ein Gespräch auf und lernt dann ihren Namen, Gracie Montoya, erfährt, dass sie Maskenbildnerin beim Film ist und. Und als er sie dann am nächsten Tag mit Mr. Bones sieht, wird ihm dann einiges klar. Und dann spricht er Mr. Bones darauf an und da gibt es eine Szene, wo Justus alleine bei Mr. Bones ist, da den Zuckerpott entdeckt und irritiert ist und sagt, seit wann steht hier denn ein Zuckerpott? Ja, den hat Shelby dahingestellt, der trinkt seit neuestem nämlich Zucker in seinem Kaffee und. Und das, da fährt Justus dann aber unverrichteter Dinge wieder weg. Das ist also, bevor er bei Mr. Bones ist und dann das Tonband und die Wanze entdeckt. Also da gibt es noch viel mehr Szenen, wo die drei auch einzeln sind. Da wird dann Bob irgendwann auch zu den Danny Colas spionieren geschickt, weil er der Einzige ist, den Ernie nicht erkennt. Weil Peter kennt er von dem Treffen, Justus kennt er von den Danny Colas. Und irgendwann, da kommt dann noch diese Szene, wo Bob ihm beim Streichen hilft. Wo Bob auf kleiner, unbescholtener Junge macht, der wirklich Spaß dran hat, beim Streichen zu helfen. Das ist so der umgekehrte Tom Sawyer. Ja, ja aber... Ne. Kann ich den Zaun streichen? Mir macht sowas Spaß. Wahrscheinlich hat er gerade Karate Kid gesehen. Auftragen. Und ich kann eure Verwirrung an der Stelle komplett nachvollziehen, weil mir ging es, bis ich das Buch gelesen habe, genauso. So, auf einmal ergibt alles Sinn. Auf einmal ist auch alles eine durchgehende Handlung und man ist und der nächste Schritt ist klar. Und im Hörspiel ist es immer so ein... Warum fahren Sie jetzt Sachen zum Kindergarten? Ist meine Kassette gerissen? Fehlen da irgendwie 5 Minuten? Genau. Ja. Steht die Kassette noch auf Shuffle? Ich hatte tatsächlich diverse geflickte Kassetten, die irgendwann mal einen Bandsalat hatten, wo dann 1 oder 2 Minuten im Hörspiel fehlten. Also, ne? Wie das halt war, wenn man ein Stück rausschneiden musste, um die Kassette zu flicken, ja. Dann hat man das gemacht. Da wurde doch das Hörspiel ein zweites Mal gekauft. Wo kommen wir denn dahin? Das kostet doch Geld. Ja. Ja, gut, aber die Fäden werden dann so ein bisschen zusammengepackt in der Zentrale durch ihre Recherchearbeit und dann geht es wieder zu Mr. Bonestill zurück, weil die ja jetzt irgendwas finden müssen, um Mr. Bonestill entlasten zu können. Und dann gibt es wieder die Kaffeeszenen. Ja. Und das Rasenmähen. Das fand ich. Und das Rasenmähen, genau. Nee, ich muss weg, ich muss Rasenmähen. Mitten, als der Fall sozusagen endlich irgendwie so eine Richtung bekommt. Oh, nö, tschüss. Genau, und Bob beobachtet lieber das Mädchen und Justus fährt dann zu Bonestill. Ja, und auch da wieder, ne? Das Mädchen würde Justus halt sofort erkennen. Und da Peter keine Zeit hat, muss Bob daher das Mädchen observieren. Und jetzt ist es ein Anglersportbetrieb, Danny Cola, ne? Irgendwie ist es sonst ein Bootsverleih gewesen und jetzt ist es irgendwie ein Angelbedarfgeschäft. Ja, das ist einfach ein sehr breit aufgestelltes, international agierendes Wirtschaftsunternehmen. Also wir machen irgendwas mit Meer. Genau. Wahrscheinlich. Und Sportbooten. Und Sportbooten, ja. Ja, sie müssen Leute rausrudern. Nee, man kann bei den Danny Colas auch das Schiff chartern für Angeltouren. Ja, okay, das könnte natürlich sein. Das kommt noch so, dass dann über 40 Leute eine Angeltour machen mit der Mary 3. So eine 40-Meter-Yacht, wo man so Orcas und Blauwale irgendwie an Land ziehen kann. Ja, das die japanische Walfangflotte der Nikola. Was ich ganz, ganz toll finde, ist Mr. Bonestill, wie er von Gracie Montoya schwärmt, irgendwie ein nettes Mädchen. Das sagt er so, also er ist ja... Nochmal, um auf das Sanft zurückzukommen, irgendwie, aber dieses Schwärmen, das habe ich ihnen so richtig abgenommen. Ja. Aber er wirft dann gleich noch ein paar Informationen eben ins Rennen, die halt ganz wichtig sind, dass sie beim Film arbeitet als Maskenbildnerin. Das ist ja dann noch etwas, was erklärt werden muss, warum es diese Narbe gibt, obwohl ja die Person vielleicht gar keine Narbe hat. Ja, und auch eigentlich die ganzen Personen, die bei dem Banküberfall beteiligt waren, auch tatsächlich verkleidet waren, ne? Mit Perücken und falschen Bärten etc. Also da gibt's dann schon diesen Link, den kriegt der Bonestill wahrscheinlich aufgrund seiner Gutgläubigkeit so erstmal gar nicht hin. Aber ich finde das auch sprecherisch total toll gemacht, wie Gracie Montoya ein nettes Mädchen. Also das man nimmt ihm das sofort ab. Da ist kein Hintergedanke bei, sondern das ist einfach eine absolute Aufrichtigkeit. Ja. Oh, so ein nettes Mädchen, ja, genau so. Ja. Ja.
Und dann auch seine Einschätzung von Tuckerman, dass er sich nur für sich selber interessiert. Also das ist also auch dieses Gespann, wie die da in so einer WG zusammenleben können, das hat mich auch gefragt, wie das eigentlich so jeden Tag funktionieren kann. Genau, Bob ist bei Mrs. Denikola währenddessen und sie gibt dann quasi schon mal Spoiler für das Ende der Folge. Ja, das so, ist so das Foreshadowing auf das Ende des Motels. Genau, ein Erdbeben. Denkst, ich bin eine verrückte alte Frau. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Also Wachträume und dieses luzide Träumen ist wohl relativ ähnlich. Also ich habe jetzt auf die Schnelle keine ganz großen Unterschiede gefunden, aber es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass es hellseherische Träume sind oder irgendwie die Zukunft vorausgesehen werden kann im Traum. Also eigentlich ist das wirklich totale Esoterik an der Stelle. Ja, aber das Verrückte ist ja, dass Bob und Peter beide sagen, die sind sich einig, dass die Mrs. Denikola nicht hell sehen kann. Und fragen sich, warum sie trotzdem diese Warnung ausspricht. Und also wenn man sich diese Träume von ihr anschaut, dann gibt es ja welche, die tatsächlich ein Geschehen, was in der Vergangenheit liegt, in irgendeiner Art und Weise wiedergeben oder so aus Versatzstücken sich zusammensetzen, die sie ja aus tatsächlichen Informationen auch haben kann. Aber dann gibt es eben genau sowas, wo sie ja voraussagt, was mit diesem Haus auf dem Hang passieren wird, wo man einfach tatsächlich sagen muss, also entweder hat sie wahnsinnig gut geraten oder sie ist tatsächlich auf so einer Anderswelt-Ebene unterwegs. Ja, ich finde es einfach nur so komisch, dass die alle in dieser Folge, alle darauf vertrauen, gut, die nette alte Dame träumt eben solche Dinge, okay, das ist wahr. Also es widerspricht ihr keiner, es hinterfragt keiner, es wird auch nicht gesagt, naja, also das ist ja wirklich jetzt kein Baustein, auf den wir vertrauen können, sondern alle so, ja okay, das macht uns jetzt irgendwie ein bisschen Angst und betroffen, aber es wird so als Fakt akzeptiert. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Was ihr da ansprecht, weil, das fällt mir gerade ein, als Justus im Buch den Fernseher repariert, laufen da ja die Nachrichten. Und nach dem Bericht über den Bankraub wird im Hörspiel abgeschaltet und man hört nicht mehr, was da gesagt wird. Im Buch wird noch erwähnt, dass der Nachrichtensprecher vor der Gefahr vor Erdrutschen in der ganzen Region warnt durch die Wetterbedingungen. Das heißt, man könnte sagen, Mrs. Denikola hat vielleicht Nachrichten gesehen, hat das gehört, hat das unterbewusst abgespeichert und dann in ihren Wahrtraum, Wachtraum, wie auch immer eingebaut. Mhm. Aber sie träumt von einem Hotel an einem Hang. Okay, ja, das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, aber vielleicht weiß sie auch einfach nur, dass das das einzige größere Gebäude an einem Hang in Rocky Beach ist. Beziehungsweise und sagt sie nicht auch Erdbeben und gar nicht Erdrutsch? Ich erinnere es nicht mehr ganz richtig, aber es hat mich auch noch irritiert. Ich meine mich zu erinnern, dass sie von einem Erdbeben spricht. Möglich. Also da bin ich jetzt unsicher und überfragt. Ich habe gerade versucht, irgendwie noch eine Begründung zu finden. Nee, sie beschreibt es. Sie sagt irgendwie an einem Haus, es neigt und erzitterte. Es kracht entsetzlich und die Wände brachen zusammen. Und überall riss die Erde auf. Und dann fragt Bob ein Erdbeben. Und dann sagt sie einfach nur irgendwie, du denkst, dass ich eine verrückte alte Frau bin. Und mehr wird da gar nicht zugesagt. Sie sagt gar nichts von Erdbeben. Ah, okay, ja. Ja, aber das Wort Erdbeben. Was denn passiert real? Das ist also einfach eher so die Beschreibung, was mit der Umgebung passiert und benennt es eben nicht als Erdbeben oder so. Ich erinnere mich nur, dass das Wort fehlt, aber dann sagt Bob das, ja. So, jetzt helft mir nochmal eben auf die Sprünge. Wie kommt es nochmal dazu, dass Eileen und Mrs. Denikola von den Sektenleuten entführt und in das Motel gebracht werden? Wären sie nicht. Doch, die sind doch zusammen mit denen dann im Hotel, als Justus und Mr. Bounstel dahin gebracht werden. Die sind doch da, als sich das Haus über die Klippe verabschiedet. Aber doch nicht Mrs. Denikola doch nicht. Eileen, die steckt ja aber mit denen unter einer Decke. Nein, tut sie nicht. Die hat ja mit die Bank überfallen. Mm-mm. Tut sie nicht. Nee? Nee, die arbeitet nicht mit denen zusammen. Ach, das ist ja auch die andere, Gracie Montoya. Ja, ist das Gracie Montoya arbeitet mit denen zusammen, ja. Aber ich meine doch, in der Abschlussszene, wo das Hotel abschmiert, sind alle drin. Ja, also ich müsste jetzt auch ein bisschen hin und her überlegen, aber also entweder müssten wir wirklich nochmal im Nachgang reinhören, die kriegen doch im Nachgang diese Diskussion auf der Holzbrücke mit, wo Ernie mit diesen drei Ausländern spricht. Und dann fahren sie
zu dieser Möbelspedition nach Oxnard. Und irgendwie müssen dann doch die Mrs. De Nicola und auch die Eileen dann tatsächlich in die Gewalt dieser gesamten Gruppe kommen. Weil Peter und Bob, die werden ja erst in Oxnard sozusagen später gekidnappt. Und da müssen aber die anderen doch schon irgendwie weg sein, weil die werden am Ende ja alle in dieses Hotel Motel gebracht, wo sie dann auch alle zusammen sind. Das heißt, irgendwie müssen sie ja von dem Walfangflottenverleih dieses Model gebracht worden sein. Aber in der Tat, ich müsste jetzt, also ich kriege es gerade nicht zusammen, was für die Folge spricht in ihrer Komplexität, dass es uns jetzt allen nicht einfällt, wie diese Personen eigentlich von den Nicolas Angelverleih tatsächlich jetzt in die Gruppe dieser Terroristen kommen oder in die Gewalt der Terroristen kommen. Es ist gut, die haben das Gespräch belauscht am Pier von der Nicolas. Das, vielleicht ist da irgendwas im Buch passiert, Tom, du wirst das sicherlich gleich sagen. Ja, es ist so ein bisschen auch, es ist da halt ganz anders, weil die drei sich aufteilen. Bob ist es alleine, der sich nach Oxnard schleicht und Justus ist dann mit Mr. Bones, der wird von Mr. Tuckerman verhaftet und dahin gebracht und Peter wird dann bei den De Nicolas mit entführt, weil er da wieder das observiert. Also im Buch ist es tatsächlich so, dass die Sektenleute das Boot der De Nicolas brauchen, um die Schusswaffen zu transportieren. Und deswegen kurzzeitig Mrs. De Nicola und Eileen Hobbs nehmen. Das ist auch der Grund, warum Ernie da überhaupt arbeitet, um Zugriff auf dieses Boot zu haben. Mr. Bonestill und Mr. Tuckerman, Justus und Mr. Bonestill werden von Mr. Tuckerman gefangen gesetzt, nachdem sie ihn belauscht und verfolgt haben wegen der Wanzennummer. Das ist im Buch genauso. Und Peter. Das haben wir vergessen eben zu erwähnen, genau, dass sie die Wanze entdecken und dann noch ein Gespräch fingieren, um ihn wegzulocken. Ja, und Bob und Peter haben ja im Hörspiel diese Szene, wo sie vor dem Bluthund weglaufen. Und im Buch ist es nur Bob. Und er läuft auch nicht weg, weil er genau weiß, der Hund ist schneller. Er sitzt einfach in der Falle. Und da hört die Erzählung dann im Buch auch einfach auf. Und deswegen ist Bob dann einfach auch in dem Hotel schon, weil sie ihn da dann hops nehmen, nachdem der Wachhund ihn gestellt hat. Okay. Na, das, also, ne, so kommen sie dann letztendlich alle in dieses Motel am Ende. Okay, verstehe. Und ich glaube, ich weiß auch, wie Mrs. De Nicola denn im Off sozusagen mit zu diesem Haus gekommen wird, weil durch das Gespräch zwischen Mr. Bonestill und Justus erwähnt Justus Mrs. De Nicola und Mr. Bonestill sagt, dass er sie doch gar nicht kennt. Und das ist ja dann auf dem Tonbandgerät von Shelby Tuckerman drauf und wahrscheinlich hat er dann zwischendurch gedacht, okay, die sind verdächtig und die müssen wir eben wegschaffen, weil Justus ja, oder beziehungsweise Peter ja schon mit Kommissar Reynolds gesprochen hat. Mit einem beamteten Gesetzeshüter. Das fand ich ja auch noch so ein Special Word aus der Einstiegsszene. Ja. Der hatte eine Rokokokokotte an. Ja. Also jetzt kommt es dann zum Finale in diesem Motel, fängt alles an abzusinken und dann kommt die Polizei. Also das Haus ist dann sozusagen, also das Hotel oder Motel ist Deus Ex Machina und dann kommt die Polizei an und sagt, ja, wir wussten das auch schon alles, das ist, wir hätten euch gar nicht gebraucht. Einer der geilsten Momente in diesem ganzen Hörspiel. Ja, es ist so der Indiana Jones Moment, ne? Irgendwie alles wäre genauso passiert, hätten die drei Fragezeichen nichts getan. Ja, und in gewisser Weise hätte man sich das manchmal auch gewünscht. Ja. Wären die doch bitte früher gekommen und hätten es aufgelöst. Hätten sie doch die Katze gejagt, die im Floh. Von Großvater Rawhawken, ja. Ja, und jetzt kommt die große Abschlussszene, in der Mrs. De Nicola das Boot von Albert Hitfield klaut, damit zusammen mit den drei Fragezeichen in einem Bootsrennen, in einem waghalsigen Manöver, die Mary 3, die mittlerweile von den Terroristen gesteuert wird, klaut. Schießerei, Hubschrauberverfolgungsjagd, Explosion der Mary 3 und das Herausfischen der sonst ertrinkenden Terroristen. Ja, es wird wirklich alles geboten. Das könnte auch ein junger James Bond gewesen sein, ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr sagt, ja Tom, hast du dir jetzt ja schön gerade aus den Fingern gesogen, aber nein, das ist das Ende des Buches. Aber es passt tatsächlich so zu den
Ungereimtheiten des Hörspiels. Ja, das Hörspiel hört einfach auf. Die sind halt alle irgendwie dann verhaftet worden, weil alle auf magische Art und Weise den Absturz des Hotels überlebt haben und die Terroristen sind da nicht. Und im Buch stürmt dann Eileen, die feurige Irin, die nur der Nicola heißt, weil sie in die Familie eingeheiratet hat. Oh, der Nicola. Die stürmt dann halt auf den Pier, klaut zusammen, rudert dann mit Justus und Peter und Bob zusammen zu dem Rennboot von Mr. Hitfield. Schließt das offenbar kurz, weil ich habe keine Ahnung, wo sie die Schlüssel her hat. Atombetriebenen Walfänger. Verfolgt dann ihr eigenes Schiff, die Mary 3, schneidet denen mehrfach den Weg ab, sodass die Terroristen, die gerade versuchen, ihre Waffen in internationale Gewässer zu bringen, immer wieder ihren Kurs ändern müssen, um eine Kollision zu verhindern. Wo ich jetzt in der Position des größeren Schiffs einfach gesagt hätte, ich will die Kollision gar nicht verhindern. Ich fahre die einfach über den Haufen. Naja, egal. Jedenfalls, und dann gibt es halt wirklich noch einen Polizeihubschrauber, der da mitkreist und es gibt Schüsse und auf die drei Fragezeichen wird geschossen und dann explodiert die Mary 3 und geht unter und die vier Terroristen müssen sich halt ins Wasser retten, kriegen dann Rettungsringe, werden dann aber nicht an Bord gezogen, sondern müssen im Wasser bleiben, bis die Polizei sie einsammelt. Und das ist das, und das ist dann die Handlung, die Mr. Hitfield in sein nächstes Buch verpackt. Ich finde das Ende aus dem Hörspiel tatsächlich dann auch sehr gelungen, weil Peter Pasetti erzählte noch als Hitchcock, Mrs. De Nicola, Eileen und die drei Fragezeichen waren rasch befreit. Wie durch ein Wunder war keiner von ihnen verletzt. Shelby Tuckerman, Ernie und die anderen Terroristen der Sekte wurden verhaftet und die Waffen beschlagnahmt. Als alles überstanden war, machten sich die drei Detektive auf den Weg zu Mr. Hitfield. Sie hofften, dass er nun ein Buch über all die, über den Fall Narbengesicht schreiben würde. Wahrscheinlich haben sie es genauso erzählt und durch diese krude Nacherzählung der drei Fragezeichen ist dieses Buch dann wahrscheinlich entstanden. Und ihr sagt wirklich, dass es einen Hubschrauber gab oder zwei? Nein, ein Hubschrauber, aber drei Kampfelefanten. Ja. Ich meine, wir können ja nur froh sein, dass damals die dreiseitigen Hörspielkassetten nicht erfunden worden waren. Ansonsten hätte man wahrscheinlich noch dieses ganze Action-Szenario tatsächlich in der Hörspielfassung gehabt. Was ich mich auch immer gefragt habe, ich meine, die kommen aus Venezuela. So, die sind jetzt mit Booten unterwegs im Pazifik. Also entweder müssen sie durch den Panama-Kanal oder sie fahren um Kap Horn rum. Weil Venezuela hat keine Pazifikküste, es ist Karibik. Gut, das sind dann so Gedanken. Recht. Ja. Und das fandst du jetzt unrealistisch? Nun, wenn ich das in den Gesamtzusammenhang dieser Folge stelle. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Wir haben U-Boote auf dem Berg bekommen, also kriegen wir auch irgendwie ein Segelboot in den Pazifik. So. Tja. Aber ist dieses Ende des Buches, ist das nicht großartig? Das ist der Verfolgungsjagd, Hammer. Schießerei, explodierende Waffenlieferung, das ist doch Crimebuster, bevor es Crimebuster war. Ja. Ist das nicht unfassbar geil? Ich habe das vorhin gelesen und gedacht so, das ist jetzt nicht euer Scheiß. Aber es würde jetzt erklären, wieso Justus den Fernseher so schnell reparieren konnte und am Ende das Boot kurz schließen konnte. Er hat einen Schallschraubenzieher. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob Mr. Hitfield wirklich so blöd ist, die Schlüssel zu seinem Rennboot immer auf dem Rennboot zu lassen. Weißt du, dass es immer unter der Sonnenblende ist? Der Schlüssel irgendwie so. Unter der Fußmatte. Und dann so, Justus sagt sowas wie, ich wusste es. Okay, ganz viele Klischees, aber bevor wir die Klischees durchgehen, wollen wir das Fazit zu dieser Folge mal ziehen? So. Also wir möchte Nathalie anfangen. Ich würde auch sagen, Gäste zuerst. Ich muss ehrlich sagen, wir haben ja so ein bisschen spekuliert auf Erleuchtung und Erhellung und ja, ich fand es super interessant, jetzt auch mit euren Erläuterungen, aber so ganz schlau werde ich da immer noch nicht raus. Also ich glaube wirklich, das liegt teilweise daran, dass aus dem Hörspiel viele ganz entscheidende Szenen, die im Buch eben wohl drin sind, rausgenommen wurden und dadurch hat man echt immer diese, bin ich jetzt gerade eingenickt, Momente, aber so, also es gibt einfach andere Folgen, die sich mir weitaus besser erschließen und sich näher anfühlen, die auch irgendwie ein angenehmeres Gefühl beim Hören machen.
Ich bin immer noch lost, irgendwie. Ihr merkt das. Also ich glaube, ich kann mich diesem Werk durchaus nähern, wenn man es tatsächlich ganz anders hört als jede andere Drei-Fragezeichen-Folge. Ich fand diese Idee mit einer David-Lynch-Verfilmung total großartig. Dann funktioniert das, glaube ich, weil dann stellt man sich auch keine Fragen hinsichtlich der logischen Brüche. Das ist bei Mulholland Drive auch so. Den Film kann man sich nicht angucken, wenn man sich ständig fragt, ist das eigentlich logisch, was da passiert? Man muss das einfach so annehmen. Dann wird es großartig. Wenn ich jetzt noch dazu das Ende vom Buch setze, ist es ein verdammt krass geiler Fall, der eben so ein bisschen außerhalb dieses gesamten Drei-Fragezeichen-Kanons vielleicht steht, aber in sich durchaus eine absolute Berechtigung hat. Und was für mich die absolute Tragfähigkeit ausmacht am Ende, sind die Sprecher und die Sprecherinnen, die das einfach zu einem sehr, sehr einzigartigen Erlebnis machen. Ich kann mich da sehr weit anschließen, eurer Meinung. Es ist ein Versatzstück von einer Drei-Fragezeichen-Folge, die nicht so richtig in den Kanon reinpassen will. Auch diese These, dass man das auch auf Shuffle hören kann und das macht genauso viel Sinn wie in chronologischer Reihenfolge, finde ich sehr, sehr treffend. Es lebt durch die Sprecher für mich und das ist der größte Nostalgiefaktor an dieser Folge. Nicht, weil die Handlung so überschwänglich toll geschrieben ist, sondern eher, dass die Personen, die dort auftreten, richtig toll sind. Mrs. DeNicola ist super. Shelby Tuckerman, wenn ich dann auch noch schaue, dass er zwei Folgen weiter bei der bedrohten Ranch, also Joachim Richard, der nochmal spricht, Joachim Richard, sag ich schon, jetzt habe ich es gerade durcheinander gebracht, es ist, jetzt habe ich wieder eine Wortfindungsstörung. Mr. Bones, ja. Pinkas Braun ist das, Entschuldigung, ja. Genau. Es ist halt sensationell, wie er da in dieser Rolle auftritt, irgendwie, das ist alles auf dem Punkt. Auch wenn man sich gewünscht hätte, dass das Skript ein bisschen besser geschrieben wäre, denn für die Hörspielumsetzung. Ja. Keine sehr typische Drei-Fragezeichen-Folge und eine Verfilmung von Quentin Tarantino oder David Lynch finde ich sehr, sehr passend. Ja, also Shuffle wäre es Quentin Tarantino wahrscheinlich. Ja. Wobei, das wäre eher Nolan, wenn das rückwärts erzählt werden würde. Ne? Irgendwie das Haus stürzt ab und dann... Dann ist es Mrs. DeNicola, die gar nicht in die Zukunft sehen kann. Wenn das nämlich rückwärts erzählt worden wäre, dann wäre das ja quasi einfach nur eine Rückblende von ihr. Ja, das wäre mir irgendwie Liebe, aber... Könnte man mal so zurechtschneiden. Ja, soll ich Tom, dann... ja. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, was für eine geile Folge. ich bin total begeistert. Das letzte Mal, als in unserer letzten Feedback-Folge, hat uns jemand die Frage gestellt, gibt es eine Folge, von der ihr eine Neuauflage wie bei der Schwarzen Katze möchtet? Oh mein Gott, ja, die gibt es. Ich will alles. Ich will die Szene haben, wo Peter bei der Sekte sich versteckt. Ich will die Szene haben, wo Justus, wo Bob in Oxnard die Spedition und die Verladung der Waffen beobachtet. Ich will die Szene haben, wo Justus Zeitungen an der Tür verkauft, um sich so Gracie Montoya zu nähern. Und verdammt nochmal, ich will diese Bootsverfolgungsjagd mit Schießerei haben. Das ist so drei Fragezeichen trifft vertrauter Feind. So, und irgendwie ein bisschen Miami Vice mit Rennbooten ist auch noch drin. Das ist so auch untypisch für MV Carey, dass ich mich jetzt frage, wie viele Rohdiamanten werde ich noch entdecken als Hörspiel-Fan, der jetzt nach und nach die Bücher konsumiert. Also ich bin so gehypt gerade, weil ich diese Folge, das Buch so geil finde, dass ich das Hörspiel nie wieder hören werde. Ja, okay. Olaf, ich will einen Hubschrauberverfolgungsjagd. Wie geil ist das denn bitte? In den 80ern. Kannst du machen. Geh in dein Zimmer und spiel mit deiner Lego-Kiste. Da kannst du dann ihn bitte rausholen. So. Ja. Also eine atypische Drei-Fragezeichen-Folge, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, mit sehr viel Action drin. Wollen wir uns den Klischee-Koeffizienten einmal näher anschauen? Ich würde sagen, unsere Gäste dürfen anfangen, ja, bitte. Oder? Na, dann machen wir das. Die drei Fragezeichen brechen ein bzw. begehen ein kleineres Vergehen. Das sind 15 Punkte. Die drei Fragezeichen werden für Täter oder Einbrecher gehalten. Das sind 10 Punkte.
Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Stichwort Zuckertopf und auch, dass Shelby Tuckerman nicht aus Amerika stammt. Das gibt 25 Punkte. Bob recherchiert in Windeseile nur durch das Ansehen des Magazins alle wichtigen Details, 20 Punkte. Albert Hitfield taucht auf, das gibt 10 Punkte. Patrick und Kenneth kommen vor und werden erwähnt, gibt auch 10 Punkte. Es wird Hollywood angespielt und zwar geht es um Gracie Montoya, die ja beim Film arbeitet, das gibt 15 Punkte. Außerdem gibt es natürlich mit Messadoro auch eine Sekte oder eine Geheimorganisation und das sind 10 Punkte. Und die drei Fragezeichen beschatten in dieser Folge und zwar kräftig, das gibt 25 Punkte. Überraschenderweise hat der Böse eine Waffe, gibt auch nochmal 20 Punkte. Die drei müssen mithelfen beim Ausladen von Spielzeug für den Kindergarten. Das gibt 15 Punkte. Und die Visitenkarte wird vorgelesen. Das gibt einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 176 Punkten. Ja. Das ist jetzt eine eher unterdurchschnittliche Folge, wenn man nach dem neuen Klischee-Koeffizienten geht. Wer hätte das erwartet, weil auch zum Beispiel in der Zentrale so gar nicht die typischen Geräusche abgespielt werden. Kein Flexen, kein Blackie, der zu hören ist. Oder ich habe es halt einfach in dieser wirren Folge so weit ausgeblendet, dass es einfach überhaupt nicht mehr gehört werden konnte. Nee. Ja, der Hubschrauber aus der Verfolgungsjagd war zu laut. Ja, das und das Flexen einfach und der Indianergesang, ja. Vielleicht hat Blackie ja auch den Indianergesang gemacht. Ein Vogel mit vielen Talenten, ja. Ja, Mensch. Eine denkwürdige Folge, würde ich sagen. Denkwürdig werden wahrscheinlich jetzt auch die Fragen von Dr. Knobel werden. Alles an Dr. Knobel ist denkwürdig. Ja. Das Quiz wird Ihnen präsentiert von Danny Cola. Danny Cola, so spritzig wie eine Hubschrauberverfolgungsjagd und so erfrischend wie eine Schießerei. Hallo Dr. Knobel. Hallo ihr. Warte. 1, 2, 3, 4. Aber 2 sind anders aus. Wo ist. Ja, wir haben Sebo rausgeworfen. Endlich. Hier, Tom, sind deine 10 Euro. Aus dem fahrenden Boot sozusagen. Ich will ja nicht Tom, sagen, es wäre 10 überfällig Euro? Gewesen, aber ja, es war bitte. Überfällig. Ich hätte nicht gedacht, dass Dr. Knobel bis 4 zählen kann. Ja, die Wette hast du verloren. Aber Dr. Knobel, Sie finden mich in bester Laune vor, denn ich habe gerade eine Hubschrauberverfolgungsjagd gelesen. Und es wird großartig. Das freut mich. Freuen Sie sich drauf, wenn Sie im Nachhinein diese Folge hören können. Ich hoffe, dass das Quiz ähnlich positive Emotionen bei dir weckt. Unter keinen Umständen, aber ich bin trotzdem froh. Okay. Frage Nummer 1. Aus welchem Material ist die Brieftasche, die die drei Fragezeichen finden? Oh, das geht gut los. Oh, das weiß ich. Streber. Alle meine Brieftaschen sind aus diesem Material. Es ist doch, ich kann jetzt nicht sagen, aber es ist doch garantiert irgendein Leder. Ja, wie Leder? Aber es ist nicht einfach nur Leder, es ist irgendein teures Leder. Leder. Alte Feuerwehrschläuche. Es ist nicht Alligator, das wäre komisch. Schreibt was? Ja. Wer ja, schreibt, der ja. bleibt. Hier. Es ist Straußenleder. Ah, zum Glück. Und es haben alle drei richtig, halt wobei es nur einer richtig geschrieben haben. Hat. Also bestimmt die Akademiker. Streber. Weil du hast Straußleder geschrieben, Thomas. Ja, ich habe erst nur Strauß gehabt. Okay, aber es haben alle richtig, es ist Straußenleder. Ist das so besonders? Ist das so ein besonderes Leder? Ich dachte, man macht meistens Gürtel. Nicht, wenn die Federn ab sind, ja. Na, ich sag mal so, der Strauß ist in Nordamerika nicht heimisch, ne? Ja, aber es gibt überall Straußenfarmen. Ich bin letztes Wochenende in der Oberpfalz an einer Alpaka-Farm vorbeigelaufen und ich kann dir sagen, Alpakas sind in der Oberpfalz auch nicht heimisch. Wusstet ihr, dass der Emu mittlerweile in Deutschland als heimisch gilt? Ja. Krass. Da sind nämlich mal ein paar Tiere aus einer Farm ausgebüxt und haben sich in freier Wildbahn vermehrt und haben eine Bestandsgröße von, ich glaube, 20 Tieren erreicht und dann gilt ein Tier als heimisch. Und das gilt auch bei Waschbären mittlerweile, ne? Ja, die sind auch eingeschleppt worden. Und ja. Das graue Eichhörnchen in England. Und der chinesische Marienkäfer und die Nilgans, die Liste ist unendlich. Tja,
So ist das. Aber das hat die. Sind unsere Gäste noch ja, da? Ja, du hast die nur. Ja, ja, die wir hatten zwischenzeitlich kurz das Gefühl, ob wir in einem Biologie-Podcast gelandet sind, aber nein. Ja, das ist unser Parallelprojekt. Das schneiden wir raus und wird dann in das andere Projekt übertragen. Ich hätte noch überlegt, was in Berlin neu heimisch ist. Hipster. Das sind irgendwelche roten ja, die sowieso. Die haben auch die Populationsgröße von 20 schon knapp überschritten mittlerweile. Nee, aber im Tiergarten leben so amerikanische Krebse mittlerweile, die sich in einem See ausgebreitet haben und mittlerweile dürfen sie, glaube ich, sogar geangelt und auch verzehrt werden. Also Berliner sind da ziemlich kreativ. Also bei Hipstern ist man noch nicht so weit. Wo aber. Wir beim Berlin Essen von Tieren sind. Dichte von 20 pro Coffeeshop. Frage Nummer 2. Wie heißt denn das Restaurant, in dem Hitfield wohnt? Es ist Charlie's Place und es haben auch alle drei richtig. Ich bin schockiert. Frage Nummer 3. Ich hoffe mal, dass jetzt Fragen kommen. Zumindest eine, die ihr nicht richtig habt. An welchem Tag ist denn das Folk Festival? Man kann sogar noch den Monat ableiten, wenn man eine Annahme trifft. Wer den Monat richtig rät, bekommt sogar einen Extrapunkt. Also ich habe jetzt eine Chance. Chance ist ein Zwölftel. 1 zu 30, den richtigen Tag zu raten. 1 zu 31. Weil es könnte auch der 31. sein. Touché. Oder 28, wenn es Februar ist. Wird denn echt ein Monat gesagt? Ja. Also, Olaf, Thomas, ich bitte eure Antworten. So. Ja, ich rate jetzt. So. Also, wir haben, Olaf sagt der 27. August, Christian sagt der 27. Oktober, Tom sagt der 28. Es ist der 27. Also ist ein Tag vorbei. Also gibt es schon mal 2 Punkte. Es wäre April, weil Peter sagt, er verwettet sein Taschengeld vom April. Und das ist wahrscheinlich das Taschengeld, was er gerade bekommen hat. Also könnte man hier die Annahme treffen, dass das im April spielt. Das könnte auch sein, dass er das vom nächsten Monat. Ja, deswegen haben sie das eine Annahme. Das ist ein Fehler im Hörspiel. Das ist April, hat ihr das Taschengeld bekommen. Also. April Danny Cola, genau. Ne? Also, es wäre entweder März oder April gewesen, aber nicht August oder Oktober. Aber der April aber es ist Regenzeit. Aber der April ist natürlich ich bin begeistert, dass ihr den 27. noch wisst. Mhm. Wow. Und ich ärgere mich, dass ich daneben geraten habe. Ja, es gab aber auch, Peter kann nicht Folk aussprechen, irgendwie eher jetzt irgendwie Folk oder so im Hörspiel. Ist auch auf jeden Fall ganz merkwürdig. Ja. Das Folk-Festival im Kolosseum. Genau. Und ich genau weiß, wie das geschrieben wird, ja. Okay, Frage Nummer 4. Welchen Beruf hat Gracie? Nochmal eine leichte Frage zum Abschluss, bevor dann noch eine Multiple-Choice-Frage kommt. Dann kommt eine total unmögliche Frage. Ja, nee, so schlimm ist es dann auch nicht. Maskenbildnerin ist sie. Und das haben alle drei richtig. So. Also 4. Ne? Ja, das alle haben drei ich Parteien. Alle drei Parteien, ja. Ich zähle Parteien. Unsere Punkte werden ja noch verdoppelt. So, die letzte Frage ist eine Multiple-Choice-Frage. Und zwar, Venezuela ist ein Land in Südamerika. Der Namensursprung ist aber recht europäisch. Nach welcher europäischen Stadt wurde Venezuela benannt? Nach Vienna, also Wien in Österreich, nach Venedig in Italien, nach Venise in Frankreich oder nach Vendas Novas Portugal? Und das ist Multiple Choice, weil es nach mehreren benannt Nein, ist? Nein, weil eins davon richtig ist. Also, Vienna, Venedig, Veniso oder Vendas Novas? Ja, wobei es kann alles, also es kann, also Wien ist es nicht. So. Das wüsste man, glaube ich, wenn da ein österreichischer Entdecker unterwegs gewesen ist. Wir haben eine falsche Antwort nur. Leider. Mist, das war garantiert meine.
Benannt ist es nach Venedig. Oh. Und also eine der Namenstheorien ist, dass es nach Venedig benannt ist, weil die Pfahlbauten der Bevölkerung ins Meer hineingebaut worden sind und einer der Seefahrer gemeint hat, es wäre ja Klein-Venedig. Also das ist ein Diminutiv hinten dran. Klein-Venedig, Venezuela. Ich habe jetzt mir das so erklärt, dass vielleicht ja Christoph Kolumbus den Landstrich als erster betreten hat und der war ja Italiener. Ja, aber der ist unter spanischer Flagge gefahren. Ja, ja, er ist unter spanischer Flagge gefahren, aber trotzdem gebürtiger Italiener. Ich weiß, aber trotzdem, wenn, dann hätte er es vielleicht nach einer spanischen Stadt benannt. Das weiß ich nicht, vielleicht hätte er es ja auch einfach nach seinem Heimatland benannt. Das hätte ich gewusst übrigens, weil das schon mal eine Frage war in einem Brettspiel, was ich habe. Irgendwie Kneipenquiz oder irgendein vergleichbares Quizspiel war das, wo genau diese Frage gestellt worden ist, nach welcher, wonach ist Venezuela benannt. Wir haben zu wenig Kneipenquiz gespielt. Ja, Doktor, jetzt können Sie das Kneipenquiz zukünftig nicht mehr benutzen als Quelle? Nee, ich habe das tatsächlich aus einem Sachbuch über Kolonialgeschichte. Ha. Ja. Dass sie zufälligerweise gefunden in haben Bücherschrank, an der Bushaltestelle, an der sie aufgewacht sind. Achso, ja. Gut, Dr. Knobel, das war Ihre letzte Frage, nehme ich an. Ja, ich habe noch eine. Was habe ich in meiner Tasche? Ein Ring. Nein, ich habe keine Taschen heute an, ich habe eine Jogginghose. Dann, Dr. Knobel, ich darf Ihnen wie immer die Tür zeigen. Ich, ja, adieu. Tschüss. Und, tja, Olaf, was soll ich sagen? Jetzt sind wir am Ende von der Aufnahme und ich finde das ganz, ganz schade, dass die Aufnahme vorbei ist. Ich würde jetzt sagen, ich möchte, dass sie nie zu Ende geht, aber ich möchte auch ins Bett. Also das und ich glaube, ich spreche da auch im Sinne unserer Gäste irgendwie, dass es schon spät ist irgendwie. Die Wölfe heulen draußen, der Mond scheint durchs Fenster. Ja. Also jetzt erstmal eine 3-Fragezeichen-Folge zum Einschlafen. Also unser anmachen. Rechner hätte noch 665 Stunden und 34 Minuten Kapazität zur weiteren Aufnahme. Das ist witzig, genau so lange habe ich noch Zeit. Mensch, allerbestens. Die Lehrer, die jetzt Ferien haben, ist es toll. Ne? Ja, Christian, Nathalie, es war mir eine ganz große Freude, dass ihr da wart. Ich finde das ganz super, dass es geklappt hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war uns ein Fest. Ja. Nein, wirklich, hat total Spaß gemacht und war auch super interessant. Ja, nein, vielen Dank. Und auch durch die ganzen Zufälle, durch die diese Folge jetzt zustande gekommen ist und dass wir jetzt tatsächlich mal auch diese Folge hier besprochen haben durften und daran mitwirken konnten, das war wirklich eine Riesenfreude. Ich habe sehr große Hoffnung, dass diese Corona-Zeit irgendwann zu Ende geht und wir das Social Distancing nicht mehr praktizieren müssen und dass es dann irgendwo vielleicht mal eine Gelegenheit gibt, in Berlin, in Hamburg, in Bremen, wo auch immer, sich mal auf ein Spezi zu treffen und sich mal persönlich kennenzulernen. All die Kaffees zu trinken, die Justus abgelehnt hat. Zum Beispiel. Das Kaffee? Auf jeden Nein. Fall hin. Ja, nein. Ich nehme diesen Kaffee nicht an. Und ja, einfach vielen Dank, dass ihr da wart und allen Spezies, die es noch nicht getan haben, hört bitte unbedingt in Grams Sprechstunde rein. So macht ihr das. Super. Gute Idee. Olaf, es wäre deine perfekte Gelegenheit, um noch weise Worte zum Ende zu sagen. Ich bin nicht weise, ich bin alt, aber nicht weise. Hervorragend, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war der spezialgelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com/spezialgelagert oder über paypal.me/spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa.
Ihr findet den SSP auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Spezial gelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP-Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.